König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König Bube Dame Gast Podcast. Heute wollen wir, nachdem wir ja eine sehr erfolgreiche Folge auf dem Podstock hatten, mit euch über ein neues Buch reden. Diesmal ein Bachmann-Buch, nämlich Todesmarsch. Und dazu habe ich mir diesmal zwei Gäste eingeladen, nämlich einmal den Kai. Hi. Und einmal den Lars. Hallo allerseits. Und ansonsten natürlich wie immer den lieben Jonas. Guten Tag. Und den Flo. Hallo. Wie immer wird das hier moderiert von der wundervollen Dela. Gut, ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Wie gesagt, es ist diesmal wieder ein Richard-Bachmann-Buch. Und um die zeitliche Einordnung möchte ich jetzt vorbitten. Ja, Carrie war der erste Roman, den Stephen King veröffentlicht hat, aber er war nicht der erste Roman, den er geschrieben hat. Denn noch zu seiner College-Zeit hat King mehrere andere Bücher vollendet, unter anderem Amok, über das wir ja schon gesprochen haben. Das war das erste Buch, das unter dem Pseudonym Richard Bachmann veröffentlicht wurde. Und da waren wir ja begeistert von. Aber es gab auch noch einen Roman, der noch früher entstand. The Long Walk, auf Deutsch Todesmarsch, wurde bereits Mitte der 60er Jahre geschrieben und ist vermutlich der erste wirklich vollendete Roman, den King je geschrieben hat. Ermutigt von zwei seiner College-Professoren hat King dieses Buch auch beim Wettbewerb für angehende Schriftsteller eingereicht und wurde mit einem Formbrief abgelehnt. Nachdem dann Ende der 70er, nachdem er angefangen hat, mit der New American Library zu arbeiten und die Möglichkeit hatte, seine älteren Bücher unter dem Pseudonym Bachmann herauszubringen, ergab sich dann 1979 die Gelegenheit, auch dieses Werk der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. King hat das Buch nochmal kräftig überarbeitet. Das heißt, es ist nicht genau klar, wie viel von dem Originalroman jetzt tatsächlich in dieser Fassung steckt, die wir gelesen haben. Und das Buch kam dann 1979 auf den Markt. In Deutschland ist es erst 1987 erschienen. Und ob uns diese dystopische Geschichte jetzt besser gefällt als Amok, das werden wir jetzt in der heutigen Folge diskutieren. Und damit wir das können, gibt Jonas uns jetzt den Inhalt. Ja, die Geschichte startet am 1. Mai eines unbekannten Jahres, wahrscheinlich Anfang der 80er, allerdings in einer Welt, die hat eine etwas andere Historie als unsere. Es wird zum Beispiel davon berichtet, dass die Nazis in die USA einmarschiert sind, und ja, dort wohl auch gekämpft haben, die hatten eine Nuklearbasis da und ähnliches. Und anstatt einer präsidialen Demokratie, wie sie ja in den USA ist, eine Art Militärdiktatur mit einem sogenannten Major als Oberhaupt. Ja, und dieser Major lässt jedes Jahr ab dem 1. Mai eine Veranstaltung abhalten. Und zwar einen Marsch, an dem 100 männliche Jugendliche mit maximal 17 Jahren teilnehmen dürfen. Und Ziel ist es, länger durchzuhalten oder durchzumarschieren als alle anderen. Und wer unter eine Geschwindigkeit von 4 Meilen pro Stunde fällt, wird verwarnt. Nach der 3. Verwarnung wird man erschossen. Verwarnungen verfallen aber nach 1 Stunde ohne erneute Verwarnung. Und dem Gewinner, also dem, der als letztes übrig bleibt, dem werden, wenn ich das richtig verstanden habe, den Rest seines Lebens alle Wünsche erfüllt. Die Hauptperson ist Ray Garrity. Es wird aus seiner Perspektive erzählt, allerdings nicht als Ich-Erzähler, sondern ja trotzdem als draufblickender Erzähler. Der ist 16 Jahre alt, nimmt an dem Marsch teil und seine anfänglich ganz gute Stimmung verfliegt, nachdem der erste Teilnehmer erschossen wurde. Ja, der Marsch an sich hat wenig Handlung, weil sie laufen halt immer geradeaus, aber ist gibt einen guten Eindruck in die Gruppendynamik der Jungen und auch in die ja geistige Verfassung, wie sie einfach irgendwann nur noch registrieren, ach ja, da gab es schon wieder einen Schuss, schon wieder einer weniger, ich muss nur noch so und so viele überleben. Ja, und letztendlich bleibt Garrity als Letzter übrig. Er meint aber, ja, halb in Trance, vor sich noch eine dunkle Gestalt zu sehen, hält diese für einen weiteren der Jungs, die mit ihm gegangen sind und den es einzuholen gilt und läuft deshalb weiter. Und damit endet die Geschichte auch. Gut, wunderbar. Danke dir für die Zusammenfassung. Das Problem, was ich an diesem Buch habe und weshalb es wahrscheinlich etwas schwierig zu podcasten ist, so richtig viel Inhalt im Sinne von eigentlicher Handlung
hat man hier halt nicht. Es ist halt wirklich diese Grundstimmung mehr oder weniger im Buch, die das Buch ausmacht und weniger die Dinge, die wirklich passieren, weil es kann so viel nicht passieren, während man mit 4 Miles per Hour durch die Gegend läuft. Außer, dass ab und zu mal einer tot umfällt oder erschossen wird. Deswegen an euch die Frage, würdet ihr hier auch über die Charaktere einzeln reden oder wollen wir es einfach in einer offenen Diskussion jetzt mit abklären? Ich glaube, man kommt um einzelne Charaktere kaum drum rum, aber das können wir gerne offen machen von mir aus. Mhm. Gut, weil wie gesagt, das halte ich für den sinnvolleren Ansatz, weil wirklich über die Einzelnen, sie leben halt durch das Zusammenspiel, nicht unbedingt für sich einzeln stehend, deswegen halte ich das, denke ich, für die sinnvollere Alternative. Dann würde ich gleich sagen, fangen wir erstmal ganz grob an, was habt ihr für ein Grundgefühl zu dem Buch? Kai? Ich habe das Buch gerade erst vor kurzem gelesen. Hintergrund ist, dass ich diese Geschichte von Bachmann mit einer anderen verwechselt habe, die ich eigentlich vorstellen wollte und die ja erst später dran kommt. Darum ist mein Eindruck noch ganz frisch und ich fand beeindruckend, ist jetzt nicht ungewöhnlich für eine Geschichte, aber ich fand beeindruckend, wie man als Leser so langsam in diese Welt hineingeführt wird. Im Grunde fängt man ja mit Garrity, den seine Mutter zum Startpunkt bringt, an. Wenn man jetzt den Titel außer Acht lässt, hätte da auch im Grunde alles passieren können. Er hat halt ein ungutes Gefühl, könnte aber auch ein Bewerbungsgespräch sein oder irgendeine schwere Prüfung, was ja auch nicht ganz falsch ist. Und so nach und nach erkennt man dann, was da für ein Spiel läuft. Aber auch während man schon merkt, okay, es geht um Leben und Tod, weiß man ja auch noch nicht, kommen jetzt die letzten 10 durch oder man ist halt eher in einer Unsicherheit. Die Jugendlichen wissen ja im Grunde schon, was passiert. Aber ich finde es sehr faszinierend sozusagen, dass das ist ja so dieses Grundmotiv, was ich darin sehe, dass der Mensch immer glaubt, mir kann es ja nicht passieren. Die anderen sterben alle. Ne? Das ist ja auch der Grund, warum man zu viel isst oder raucht oder so. Ne? Das krank werden ja nur die anderen. Und dieses Grundprinzip, die Überzeugung der eigenen Unsterblichkeit sozusagen, die spielt, glaube ich, in der Geschichte eine ganz große Rolle. Mhm. Flo, Entschuldigung. Das merkt man auch daran, dass die jungen Männer sich ja tatsächlich freiwillig dafür entscheiden, bei diesem Marsch mitzumachen, weil sie sehen, dass den großen Preis, den sie kriegen, das Erfüllen aller Wünsche. Und erst wenn der Marsch tatsächlich losgeht und die ersten sterben, bemerken sie, die Wahrscheinlichkeit, dass ich gewinne, ist sehr gering. 99% der Teilnehmer sterben. Plötzlich verschwindet dann auch so ein bisschen die Zuversicht, die sie am Anfang noch hatten. Es gibt ja auch einige, die das sogar nicht ernst nehmen. Also ich finde, die Hintergrundinfo fand ich da spannend, dass Stephen King das wahrscheinlich selber eher als Jugendlicher geschrieben hat, weil so diese Geisteswelt der Jugendlichen, dass sie dann eben denken, okay, ich mach das Spiel mit und haha und albern da am Anfang auch rum, bis dann eben auch die ersten sterben und sie merken, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da eben jetzt mit auf der Straße liegen werde irgendwann, die gibt nochmal so einen Wendepunkt in der Geschichte. Ne? Mhm. Genau. Das ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um mal darüber zu reden. Es gibt ja unterschiedliche Arten, mit diesem Ding umzugehen. Zuallererst mal, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir bis zuletzt nicht sicher, ob ich die Regeln dieses Spiels, im Sinne von auch die Regeln der Belohnung, so richtig verstanden habe. Also so im Sinne von, kriegt man alle Wünsche für alle Zeiten, die man dann überlebt, erfüllt? Oder kriegt man nur einen Wunsch oder wie auch immer? Denn das ist ja alles so ein bisschen schwammig. Und gerade das Ende lässt ja durchaus so einen kleinen Durchblick, dass das im Endeffekt doch alles nur Beschiss ist, weil sie sowieso alle wahnsinnig werden und eigentlich niemand jemals seinen Preis in Anspruch genommen hat, so in etwa. Wie steht ihr denn dazu? Ich denke, dass es hier tatsächlich alle Wünsche in Erfüllung gehen könnten. Ich nenne jetzt mal den Elefanten im Raum. Das Buch ist für mich ein Vorläufer zu The Hunger Games oder Battle Royale oder Maze Runner oder wie diese ganzen Todeskampf-Jugendbücher das in den letzten Jahren heißen. Und gerade bei The Hunger Games gibt es ja auch so dieses letzte Überlebende, der dem jeder Wunsch erfüllt wird.
Nur wie viel man davon tatsächlich noch nutzen kann nach diesen ganzen Ereignissen, das steht natürlich hier auf einem ganz anderen Blatt. Ja, also ich habe auch irgendwie die ganze Zeit auf so einen Handlungspunkt gewartet, dass quasi der Gewinner als Wunsch sagt, hier, ich möchte, dass die Spiele nicht mehr gemacht werden mit dieser Marsch. Es war so ein Ding, wo ich gedacht habe, ja, das könnte sein, das wäre so ein vorhersehbares Ende, was dann aber nicht kam. Das wäre für Bachmann vielleicht auch zu positiv gewesen. Ich glaube, das wäre auch für die echte Welt zu positiv gewesen, weil ganz ehrlich, erstens, wie gesagt, ich glaube sowieso nicht dran, dass es in irgendeiner Form ein Mensch in entsprechender geistiger Gesundheit überlebt, dass er überhaupt in der Lage ist, einen Wunsch zu äußern. Erstmal egal, was für einen, außer vielleicht erschießt mich endlich. Ehrlich gesagt, habe ich auf dieses Ende gewartet, dass sein letzter Wunsch ist, erschieß mich. Ich hatte tatsächlich noch erwartet, ach so, Entschuldigung, Lars, du hast noch gar nichts gesagt. Soll ich mal einfach dazwischen grätschen? Ja, zum Preis wird also wörtlich geschrieben, gibt es einen Absatz, wo sich also welche unterhalten, so, und deine Mutter? Und die Antwort lautet, die hat überhaupt nicht viel dazu gesagt. Ich glaube, sie hat es nicht ganz begriffen. Der Preis hat sie wohl ein bisschen geblendet. Alles, was man sich wünscht für den Rest des ganzen Lebens. So, das wird also wörtlich im Buch so genannt. Ich stimme dir, Dela, allerdings völlig zu, es gibt keine Gewinner bei diesem Spiel und das geht denen am Anfang, glaube ich, haben sie es noch nicht realisiert. Für mich ist allerdings eine der absoluten Schlüsselstellen, wo jemand zu Garrity sagt, ja, wir machen mit, weil wir sterben wollen. Ja. Und das ist für mich ein absoluter Punkt. Ich glaube, das ist tatsächlich nach diesem Szenario mit den das ist ja eine Dystopie, in der man sich da bewegt. Wir bewegen uns nicht in der Welt, in der wir jetzt wirklich hier leben, sondern die Deutschen haben anscheinend den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Die haben einen Blitzkrieg an der US-amerikanischen Ostküste gehabt. Die haben eine Nuklearbasis auf USA-Gelände gehabt. Und ich glaube, dass die Perspektive, die diese Menschen dort haben, diese Jugendlichen dort haben, so kaputt ist, dass die im Prinzip tatsächlich dass da ein versteckter Todeswunsch tatsächlich mitspielt. Kann ich an der Stelle gleich mal kurz einhaken. Wie seht ihr das denn grundsätzlich? Würdet ihr das in einer, in Anführungsstrichen, normalen, zivilisierten Welt, ohne diesen ganzen Paralleluniversumskrams, für total unmöglich und unwahrscheinlich halten? Nein. Darf ich dann gleich meinen geschichtlichen Hintergrund geben, den ich rausgefunden habe? Mhm. Denn, was kommt gesagt, jetzt? Die Leiden des jungen Werther? Nicht ganz so weit zurück. Das Buch ist ja Mitte der 60er entstanden und tatsächlich gab es in den USA schon vom Zweiten Weltkrieg an bis 1973 eine Lotterie, bei der junge Männer ausgewählt wurden für den Militärdienst. Es waren richtig so im Fernsehen übertragene Lotterien. Und, wahrscheinlich ist das tatsächlich so als Game Show aufgezogen worden, war wahrscheinlich für King eine Inspiration. Gab tatsächlich für den Vietnamkrieg auch eine große Lotterie 1969. Das war aber dann tatsächlich auch erst so 2-3 Jahre, nachdem er die Geschichte vollendet hatte. Mhm. Und am 26. Dezember 1960 hat John F. Kennedy die Amerikaner dazu aufgefordert, sportlicher zu werden. Und er hat ein Regierungsprogramm gestartet, einen Kennedy-March. Der ging 50 Meilen, also ungefähr 80 Kilometer. Und die Leute, die mitmachen sollten, waren halt Marines. Die sollten das in 20 Stunden hinter sich bringen. Und das sind alles so Punkte, die gar nicht so weit weg davon sind. Gut, hier fehlt natürlich der Todesaspekt. Mhm. Aber ich meinte aber wirklich explizit diese Sache mit diesem Todeswunsch. Ich glaube gar nicht unbedingt, dass eine Welt so kaputt sein muss, wie sie dort beschrieben wird, damit sich 100 Menschen finden, die ja entweder Publicity geil genug sind oder verzweifelt genug, weil sie irgendwas brauchen, oder in irgendeiner anderen Form suizidal genug, um sich zu denken, ja, ich nehme die Chance und wenn, dann sterbe ich halt wenigstens mit einem lustigen Effekt. Ich glaube, das würde in unserer jetzigen hier vorhandenen Welt auch schon funktionieren und dazu brauchen wir noch nicht mal ein Gesundheitssystem wie in den USA.
Stimmt. Glaube ich auch, ja. Und ja. Um nochmal darauf, auf die Motivation einzugehen, der Garrity zum Beispiel, das wird ja relativ deutlich, leidet ja auch unter Liebeskummer und er möchte ja seiner Geliebten sozusagen auch was beweisen. Und das ist ein Motiv, das sich durch alle Zeiten irgendwie zieht, dass Jugendliche im Liebeswahn da irgendwelche riskanten Manöver vollziehen oder tatsächlich dann suizidal werden, weil sie eben nicht dass sich die Dinge so entwickeln, wie sie sich das vorstellen. Da ist dieses Spiel im Prinzip nur die Bühne oder der Rahmen, der das Ganze dann jetzt nochmal spektakulärer macht, was Jugendliche sicher dann auch anziehend finden würden, wenn es das tatsächlich gäbe. Wobei ich ihn jetzt nicht als liebeskummerig wahrgenommen habe. Also er ist mit ihr ja eigentlich recht happy. Allerdings kommt er durchaus aus einer, sagen wir mal, etwas problematischen Familie, wo dann auch diese Militärdiktatur, also ich gehe davon aus, für mich, nach dem, was ich gelesen habe, es ist eine Militärdiktatur übrig geblieben, nachdem eben die US-Amerikaner die Deutschen da wieder rausgeschubst haben. Da gibt es ja so einen Verweis eben auf diese Nuklearbasis. Aber der Vater von Garrity hat eben offen seine politische Meinung gesagt und wurde deswegen von den Soldaten geholt. Genau. Und Ray, was eigentlich, muss man sagen, eine freie Meinungsäußerung, eine Sache ist, die man als Mut, als Tapferkeit wahrnehmen kann. Ray sagt, dieser Idiot, der war eben so blöd, seine Meinung frei zu sagen. Und mit seiner Mutter ist ja anscheinend auch nicht ganz unkompliziert, die ganze Geschichte. Und sie hat, glaube ich, die ganzen Konsequenzen auch irgendwie nicht ganz durchschaut, was das alles soll. Seine Freundin wollte ihn ja eigentlich noch abhalten, überreden, nicht teilzunehmen. Wenn ich mich richtig erinnere, wollte sie ihn überreden, nicht teilzunehmen, quasi in der letzten Chance, wo er absagen konnte. Also quasi die ersten zwei Warnungen, so sinngemäß, du stehst auf der Liste. Die fand sie eigentlich noch ganz toll und fand das so als Heldentat, wie ja schon erwähnt worden ist, dass das durchaus auch eine Möglichkeit für junge Männer ist, sich zu profilieren. Ihr ging halt dann die Düse, als wirklich endgültig war, die letzte Absagefrist ist gelaufen. Genau, und da denke ich eben, dass er so sehr genossen hat, dass er ihre volle Aufmerksamkeit hat, dass er den Punkt verpasst hat, wo er eben noch sinnvoll aussteigen konnte. Also schon irgendwie von der Liebe zu ihr motiviert. Wobei ich sagen muss, dieses Motiv mit dem Vater, der abgeholt wurde, da hatte ich so ein bisschen spekuliert, dass Garrity, falls er gewinnt, irgendwas für seinen Vater erreichen möchte. Man erfährt ja nicht, ob er getötet wurde, der Vater, oder ob er nur inhaftiert wurde. Und da hatte ich erwartet, dass das noch so eine Wendung nimmt, dass er versucht, ihn frei zu bekommen oder zumindest in seinem Gedenken irgendwas macht. Aber dieser Strang der Geschichte geht ja vollkommen so nach dem Anfang der Geschichte geht er ja so ein bisschen unter. Oh, da hatte ich allerdings schon den Eindruck, dass die Sache mit dem Vater eine sehr endgültige Geschichte war. Okay. Also. Ja, auf jeden Fall. Also den Gedanken hatte ich auch, weil, wie gesagt, man hat ja da durchaus so ein bisschen seine Erfahrungen und sagen wir mal so, wenn die Menschen einmal im LKW sitzen, sind sie weg. Genau. Ja, und wenn sie schon für Unterhaltungszwecke Jugendliche abknallen, genau, dann ist das wahrscheinlich auch nicht, dass die da groß Gefangene machen von politischen Gegnern. Ich denke sowieso, dass diese Familienkonstellation sehr King-typisch ist. Wir haben hier die, ja, nicht unbedingt sympathische Mutter. Wir haben einen toten Bruder, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist ja auch so ein ganz klassisches Thema. Und wir haben den abwesenden Vater. Das ist ja was man bei den King-Figuren immer wieder merkt. Und ansonsten bleibt Garrity ja doch auch ziemlich blass. Also er hat ja auch keinen wirklichen Handlungsbogen in der Geschichte, wie die anderen Figuren ja auch. Es geht ja hauptsächlich um die tatsächliche Handlung. Also es wird ja nicht von den Figuren getragen, sondern von dem Marsch. Und das finde ich eigentlich gar nicht uninteressant. Mhm. Wir hatten ja im letzten Bachmann, hatten wir ja Charlie Decker, der die Handlung getragen hat. Ja, die mochten wir alle nicht so. Wie findet ihr Ray Garrity denn so als Figur? Trotz seiner Plätze. Naja, er ist halt eigentlich eine relativ einfache Projektionsfläche. Er ist nicht sonderlich gut ausgearbeitet, im Sinne von, er hat wenig Macken, wenig schlechte Seiten im eigentlichen Sinne.
Er ist halt, würde ich sagen, auch für sein Alter durchaus nicht übernaiv und auch nicht überklug. Er ist jetzt nicht unbedingt der Klugscheißer, der glaubt, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ansonsten ist er halt wirklich so der obligatorische Junge vom, ja, aus der nächsten Kleinstadt und dient eigentlich, glaube ich, da kann sich jeder reinlesen, wenn er möchte. Da ist die Schnittmenge von allem, ne? Also genau. Ist von allen anderen ist in Garrity ein kleiner Teil drin. Das ist so die einfachste Figur, mit der man sich identifizieren kann. Ja. Und ich denke auch, die Geschichte braucht so etwas. Er ist halt so ein bisschen wie Stu Redman aus The Stand, so eigentlich zu gut und zu, ja, zu glatt, um überhaupt in irgendeiner Form eine eigene Person zu sein. Aber er dient halt als Projektionsfläche für die, jeder was findet. Genau, er ist halt so der Durchschnittsmensch, der ein bisschen hervorgehoben wird dadurch, dass er halt durch seinen Start läuft und ihm alle zujubeln und ihn alle kennen auf dem Weg. Genau. Okay, wo wir jetzt gerade so ein bisschen schon angefangen haben mit Ray. Wir haben ja mehrere Arten, mit diesem, ja, ich nenne es mal Suizidtrip umzugehen. Wir haben den typischen Prepper, der wirklich voll vorbereitet ist und voll weiß, was er tut oder es zumindest glaubt. Wir haben die wirklich da nur mitspielen, mehr oder weniger, um sich publikumswirksam erschießen zu lassen, damit wenigstens ihr Tod noch einen Sinn hat. Wir haben die das in irgendeiner Form als Protest tun, auch das ist kommt vor. Und wir haben halt ansonsten auch ganz viele Durchschnittsmenschen, die damit so umgehen, wie sie wollen. Und wir haben halt auch obligatorisch den Witzbold, der sich eigentlich über das alles lustig macht. Wie würdet ihr euch denn selbst da verorten? Wie glaubt ihr, würdet ihr mit der Situation umgehen? Ich glaube, ich hätte mich einfach nie angemeldet. Vielleicht zugucken, aber auch damit sicher. Naja, ich wäre vermutlich ziemlich schnell tot. Deswegen, ja, keine Ahnung, wie ich das nehmen würde. Es ist ja auffällig auch, dass wirklich viele der Figuren ziemlich untrainiert sind. Ja. Die einfach ziemlich hereingestolpert in die ganze Sache, als wüssten sie nicht, was sie erwartet. Und das kommt mir ein bisschen komisch vor. Vermutlich wäre ich genauso. Naja, ich würde an dem Punkt mich so verorten. Also erstens, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich wäre zumindest in meiner Zeit des jugendlichen Wahnsinns und hätte ich einen anderen Körper, als ich ihn habe, ich wäre so ein Bekloppter gewesen, der da sicherlich mitgemacht hätte, aus reinem Geigel. Nicht unbedingt in dem Glauben, dass ich gewinnen würde, sondern einfach in dem Glauben, ja, vorbei ist es dann eh bald, weil entweder ich bin dann sowieso in 3 Monaten im Militärdienst und werde dann eh erschossen oder wie auch immer. Und so kann ich ja wenigstens nochmal für 5 Minuten so tun, als wäre ich ein Held. Das wäre der erste Punkt. Also ich glaube, ich wäre da nicht gefeit davor, da mitzumachen. Das zweite ist, diese Vorbereitung, die du gerade angesprochen hast. Ich glaube, ich wäre in demselben Maßstab daran gegangen wie eben Away. Also so halb vorbereitet, so durchaus in dem Wissen, was da passieren kann. Und dass vielleicht eine Butterbämme nicht der verkehrteste Ansatz ist. Aber jetzt nicht so überambitioniert wie Barkovic und Konsorten und so weiter und so fort. Nee, Moment, ich verwechsel jetzt gerade Barkovic mit Stebbins. Also auf jeden Fall. Stebbins ist der immer hinten läuft genau, und sich nicht ablenken lässt. Den meine ich. Und da ist ja auch durchaus gut vorbereitet. Also ich glaube, so wäre ich auch nicht, aber nicht, weil ich zu doof wäre, sondern einfach, weil ich glaube, desto mehr du dich darauf vorbereitest, desto mehr machst du dich psychisch fertig und desto eher glaubst du dran. Könntest du recht haben. In dem Buch gibt's ja, wird ja ein Merkblatt erwähnt, das den Läufern Tipps gibt. Es gibt mindestens 13 Tipps, von denen 6 auch im Buch erwähnt werden. Und da ist als Tipp Nummer 8, lass dich auf keine Interaktion mit anderen Läufern ein. Und da hält sich ja eigentlich hier so gut wie niemand dran. Mhm. Wie findet ihr das? Für mich ist das eigentlich ja das Kernstück des Buches, wie diese Leute tatsächlich teilweise auch so kurze Freundschaften bilden können, nur weil sie da zusammen mit derselben aussichtslosen Situation sind. Mhm. Ja, über das keine Interaktion bin ich auch gestolpert. Und zwar dachte ich mir, ja okay, Interaktionen sind auch Gespräche und deswegen ist Stebbins die ganze Zeit ruhig und redet mit niemandem. Aber scheinbar waren damit körperliche Interaktionen gemeint, wie Schubsen oder sowas. Naja gut, Schubsen zieht ja sowieso eine Strafe nach sich. Genau. Ja, aber ich dachte halt wegen dem keine Interaktion. Mhm.
Vielleicht ist es auch ein Übersetzungsfehler oder so, dass da im Original ein anderer Begriff stand. Aber das kommt ja raus, als es dann tatsächlich auch zu Rangeleien kommt. Aber stimmt, wenn es jetzt wirklich eine feste Regel wäre, dann dürften sie ja nicht mal sich unterhalten oder auch an der einen Stelle, wo die Melonen da auf die Straße fliegen und sich dann alle teilen, die Stücke, die sie erwischt haben, aufteilen. Das wäre dann ja auch nicht erlaubt. Das war ja auch nicht in dem Sinne erlaubt, aber wir reden gerade aneinander vorbei. Das, wo dieser Punkt mit den Interaktionen war, das waren ja nur die Empfehlungen, so sinngemäß, es tut euch besser, wenn ihr nicht miteinander interagiert, genauso wie der Tipp mit dem festen Schuhwerk. Das sind nicht die Regeln, die Verbote in dem Sinne. Und ich denke, das ergibt schon durchaus Sinn, diese Gespräche zu empfehlen, zu unterlassen, alleine schon aus Sicht des Regimes, weil die natürlich nachvollziehbarerweise wahrscheinlich auch Angst haben vor Verbrüderung und dass dann eben auf einmal 100 Jugendliche ihre LKWs stürmen. Dass das nicht passiert, darüber müssen wir noch reden, aber ich denke, den Tipp zu geben, ist durchaus im Sinne des Regimes. Dass sich da keiner dran hält, ja gut. Stimmt, das waren ja nur unverbindliche Ratschläge. So. Lars? Also ich deute es als ein Verbot von Körperkontakt im Prinzip. Mhm. Dass man sich irgendwie zieht. Also der englische Begriff in der englischen Fassung war Interference, also Einmischung, Störung, Eingriff, Behinderung, Überlagerung, bla bla, gibt es eine ganze Menge Worte. Als ein Verbot fürs Gespräch habe ich es nicht wahrgenommen. Ja, bei den Regeln ist ja auch klar drin, dass kein Läufer einen anderen behindern darf. Das sehe ich also auch eigentlich so. Genau. Naja, wobei Interfere ist halt auch helfen, ne? Das darf man nicht vernachlässigen. Also eigentlich ist damit auch gemeint, dass man anderen Leuten nicht unbedingt körperlich helfen darf. Das sollte man vielleicht auch noch dazu erwähnen, weil so eine Szene gibt's ja auch dann. Wollen wir eventuell noch mal kurz über den wirklichen Regime-Aspekt in der ganzen Sache reden? Wie gesagt, es ist irgendwo nachvollziehbar, dass ein Regime mit 100 Jugendlichen jetzt nicht unbedingt großes Interesse daran hat, da einen Gemeinschaftsgedanken zu fördern, sondern da eher ein Konkurrenzdenken reinzubringen. Aber es passiert ja eigentlich im Endeffekt weder das eine noch das andere. Natürlich gibt es Konkurrenzdenken, aber sie verbrüdern sich und helfen sich auch teilweise gegeneinander und miteinander. Und es gibt nur sehr, sehr wenige Ausbrüche von Protest und Widerstand gegen die ganze Sache. Wie schätzt ihr das denn ein? Na, also Widerstand heißt, dass du mit großer Wahrscheinlichkeit eben schneller stirbst. Und ich glaube, das mit dem Helfen und so, das ist insofern einkalkuliert und akzeptiert, weil die Leute sich vielleicht eben weiterhelfen und man möchte ein großes Spektakel haben. Die ganze Zeit ist auch von den Rekorden die Rede. Ne, der Punkt, der weiteste Punkt, an dem es noch 100 geschafft haben, der weiteste Punkt, an dem es noch 99 zusammen hingeschafft haben, das taucht immer und immer wieder auf. Da ist auch so ein Rekord und so ein Stolz und so ein Ehrgeizding drin. Also ich glaube, solange wirklich keiner dem anderen irgendwie im Bein stellt oder dem irgendwas antut, ist fast alles erlaubt, hätte ich fast gesagt, solange die eben unter sich bleiben. Dieses mit dem Regime, ja, also ich habe das alles so gedeutet, Meinungsfreiheit ist eben ein Problem und nach dem, was ich auch so höre von den, gelesen habe von den anderen Teilnehmern, das wirkt alles irgendwie ziemlich traurig und perspektivlos. Ne, die, wenn sie sagen, sie haben irgendwelche Freuden, dann sind das eigentlich sehr grundsätzliche Freuden. Der eine ist verheiratet und wirkt sehr glücklich, dabei aber allerdings auf erschreckende Weise naiv. Er stellt fest, dass im Prinzip, das finde ich in dem Buch ganz, ganz, ganz deutlich, dass die Liebe zu Janice, also zu Jan, wie das da immer steht, eigentlich das Einzige ist, was er noch wirklich hat. Das ist das am Schluss das Einzige, was ihn auch wirklich noch antreibt. So, jetzt habe ich die Frage nach dem Regime nicht wirklich beantwortet, aber das bleibt aber eben auch wirklich sehr vage. Nur, dass diese Eingriffe von diesem Regime auf das alltägliche Leben, die scheinen mir schon sehr, sehr massiv zu sein. Also ich staune auch über dieses anscheinend etwas veränderte Kalendersystem. Ne? Ich weiß nicht, ob euch das Datum aufgefallen ist, wann der letzte Einspruch eingehen durfte. Ja. Oh nee, das ist mir entgangen. Der 31. April. Oh, okay.
Und ja, also ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, der sich bis in die heutige Zeit niemals rausgepatcht worden ist. Also in allen Fassungen des Buches, die ich gesehen habe, ist das drin und ich deute das als Absicht. Da gab es also massive Eingriffe und es gibt einen Charakter, der mir unheimlich aufgefallen ist. Das ist eine alte Frau. Ich weiß nicht, habt ihr da präsent, wen ich meine? Ja, die immer noch ihren Sohn sucht, ne? War die alt? Nee, das war die Frau, die Mutter von Percy, meinst du, ne? Ja, genau, aber die war nicht. Nee, ich meine wirklich eine alte Dame wird erwähnt, die am Rand an der Straße steht. Nee, habe ich jetzt nicht im Kopf. Also im Buch heißt es, die alte Dame stand unbeweglich unter ihrem schwarzen Regenschirm. Sie winkte nichts, sagte nichts, lächelte nicht einmal, sondern musterte sie nur mit durchbohrenen Augen. Es gab kein Lebenszeichen an ihr, wenn man von dem Saum ihres schwarzen Kleides absah, an dem der Wind zerrte. Und ich sehe diese Frau als einen Schatten der Vergangenheit. Die hat es vorher, hat noch die Freiheit vorher erlebt. Und die steht jetzt da und schaut sich an, was draus geworden ist. So habe ich diese Frau verstanden. Interessanter Aspekt. Oder sie hat einen Sohn verloren bei dem Marsch. Schon. Das ja. Könnte man, also wegen schwarzem Kleid und so und regungslos. Könnte auch eine Deutung sein. Naja, auch gut, denkbar, das kann ja verschmelzen. Das ist ja durchaus diese allgemeine Trauer um eine verlorene Welt und die persönliche Trauer um die persönlichen Opfer, die man dafür bringen musste. Mhm. Das ergibt durchaus Sinn, ja, auf jeden Fall. Überhaupt, um dann mal, wo Lars gerade die Zuschauer anspricht, mir ist ganz seltsam aufgefallen, dass da an zwei oder drei Stellen dann auch irgendwelche komischen Männer standen, die scheinbar dann beim Tod, wenn da gerade jemand exekutiert wurde, scheinbar so eine sexuelle Erregung sogar empfunden haben. Also da scheint also auch einiges an moralischen Veränderungen oder weiß ich nicht. Oder vielleicht wird das dann begünstigt oder eben nicht verfolgt. Auf jeden Fall waren so ein paar Leute, die das scheinbar aufgegeilt hat, dass da Jungs erschossen werden. Wo wir gerade bei dem Punkt sind, da ist nämlich durchaus interessant. Ich finde allgemein, dass diese ganze Sexualisierung in der Geschichte recht deutlich ist. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es einfach nur ist, weil erstens King zu dem Zeitpunkt, als er das geschrieben hat, selber noch in jugendlichen Hormonwahnsinn steckte. Das ist Variante 1. Mhm. Variante 2 ist, dass es halt wirklich in irgendeiner Form diese Symbolik hat von, da liegt Leben und Tod sehr nah beieinander, im Sinne von Geschlechtsakt und Sterben. Oder eben andererseits, es ist wirklich einfach nur, weil es schön ist und weil das die einzige Freude ist, die Menschen da noch haben, wenn sie eine schöne, weiche, kuschelige Brust berühren dürfen. Die Sexualisierung ist auf jeden Fall hier in dem Punkt ein ganz großes Ding, das ist mir auch aufgefallen. Also je nach Perspektive, also bei den Jugendlichen, die laufen, ich glaube, die finden das halt einfach schön. Und ist eine Sache, über die reden. Es gibt ja auch einen Dialog über eine, ja, sagen wir mal, üppig bestückte Dame, die am Wegesrand steht, über die sie dann halt so, ja, in so, ja, so jugendlichem Slang groß rumtönen. Er selber hat ja ganz am Anfang so ein kleines Erlebnis mit einer Zuschauerin, denkt aber eben auch zurück, wie es mit seiner Janice war. Und bei den Zuschauern empfinde ich das so, die geilen sich daran auf. Da nicht im Sinne von irgendwas schön, sondern das ist dieser Voyeurismus, Gaffer das, was ich so mit als das Schlechteste, was da irgendwie ist, so deute ich das. Mhm. Also vielleicht, weil sonst auch nichts da ist, aber nicht, weil es schön ist oder so, sondern... Nee, aber ich kann mir durchaus vorstellen, so krank das jetzt klingt, aber ich glaube, in einer Welt, in der der Tod so nah greifbar ist, dass eben wirklich alle 5 Minuten irgendwo das Militär klingelt und dich abholt und dich wahrscheinlich auf der Stelle erschießt und du ständig in dieser Gefahr bist quasi und dann diesen Effekt hast, diesmal bin's nicht ich, sondern diese 100 Jungs, die da vorne stehen, dass dann diese pervertierte Lebensfreude, nenne ich es mal, sich Bahn bricht, halte ich für psychologisch nicht ganz unwahrscheinlich. Ich glaube, das wäre vielleicht anfangs der Fall. Ich glaube aber, da das ja wirklich ständig der Fall ist und da es einen ja meistens nicht erwischt, dass man dann auch irgendwann abstumpft. Ja,
Aber für die Zuschauer ist das hier so das große Spektakel, das gibt's nicht so oft. Und es sieht ja so aus, als wäre es das keine Welt, in der man ständig 24 Stunden sich irgendwie berieseln lassen kann. Und da ist das was ganz Besonderes. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute da wirklich drauf abgehen. Ja, möglich. Gut. Vielleicht nochmal zur Sexualisierung. Es gab ja dann auch durchaus noch diese Szene, wo diese zwei Mädchen an der Straße gehalten haben und die Jungs da tatsächlich aufgefordert haben, also so gelockt haben. Und ich weiß nicht mehr genau, wer sich da, McFreeze oder wer von den Jungs dann auch das auf das Angebot eingegangen ist und sich dann diese Verwarnungen eingefangen hat. Also das scheint in der Gesellschaft da tatsächlich ein Thema zu sein. Also dass da Sexualität wirklich auch ja ganz weit vorn ist, so unter den erfreulichen Dingen, die man doch machen darf und kann. Ja, wobei es wohl... Ja? Nee, ich sag was. Es gab ja durchaus so eine gewisse Zeit, wo dieses, sagen wir mal, Sex haben mit Promis ja durchaus so eine, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, aber durchaus einen gewissen Stellenwert hatte, so im Prinzip wie Souvenirs sammeln oder so. Mhm, und Groupies so hab ich sozusagen. Bitte? Groupies. Ja, bei den Musikern. So in der Art. Aber ne, dann haben die was zu erzählen. Ne? Ich habe mit einem von den Läufern sowieso, also so habe ich diese beiden jungen Frauen dort eingeordnet, dass die im Prinzip Souvenirs gesammelt haben, dann haben sie was zu erzählen in ihrer Schule, in ihrer Umgebung oder irgendwas. Die Popularität hat dann etwas abgefärbt auf sie. Ja, genau. Das ist man sonnt sich ja im Schein des Promis. Ne, die sind anscheinend sind diese Läufer ja bekannt. Ne, irgendwo scheint ja eine Kommunikation vorher stattzufinden, wer überhaupt alles mitläuft und für welchen Staat. Das scheint ja ein riesiges Happening zu sein. Ja, es gibt zwischendurch wird erwähnt, die können das Geschrei der Menge schon über Meilen hinweg hören. So viele sind da. Das ist also damit sowas klappt, muss ja eine Riesenorganisation im Hintergrund stehen, die das Ganze fördert und pusht. Und da komme ich immer, das ist vielleicht kommen wir da ja noch hin, dieser Game-Show-Charakter, der in diesem Buch ja immer wieder auftaucht, auch mit diesen einleitenden Sätzen vor jedem Kapitel. Es ist eine Game-Show. Mhm. Und es wird gepusht. Und der Einsatz ist hoch und der Preis ist hoch. Ganz kurz, bevor wir über den Game-Show-Aspekt noch reden, um den Groupie-Aspekt nochmal aufzugreifen. Es ist ja auch durchaus so, ich glaube, es ist nicht mal unbedingt nur dieser Promi-Faktor, sondern wir haben das ja nun schon im alten Rom gehabt, dass durchaus unsere Gladiatoren und ähnliche Todgeweihte durchaus sehr begehrt waren. Ja, gut, die sahen jetzt eindeutig auch nicht unbedingt schlecht aus, unbedingt immer. Aber ich glaube, das ist auch wirklich dieser Kontrast von Leben und Tod, der da sexualisierend wirken kann oder wird oder wie auch immer. Ja, das ist eindeutig Brot und Spiele und die Teilnehmer sind halt wirklich für kurze Zeit berühmt, sind Helden und natürlich wirkt das auf viele anziehend. Gerade in so einer Welt ist das ziemlich verständlich. Und dann würde ich sagen, reden wir kurz über den wirklichen Game-Show-Charakter der ganzen Geschichte. Wie gesagt, da steht ja auch ein riesiger Apparat dahinter, um das überhaupt zu realisieren, um das entsprechend zu vermarkten und so weiter und so fort. Habt ihr irgendwo rausgelesen, dass das auch so eine Art Pflichtveranstaltung ist, wenn man in diesem Staat da gerade ist, in dem man da, also wo der Marsch stattfindet? Dass da die Bürger quasi nicht nur angehoben werden, da hinzugehen als Zuschauer, sondern dass das auch wirklich so verpflichtend ist? Oder hat das nur ich rein interpretiert? Ich glaube, das hast du nur rein interpretiert. Ich habe da nichts von gelesen. Es geht ja eher umgekehrt so. Es geht ja an einer Stelle darum, dass Garrity fragt, warum nicht an der ganzen Strecke Leute stehen. Und da wird ihm ja erklärt, dass die Polizei tatsächlich dann die Strecke oder das Militär die Strecke frei hält und nur an bestimmten Punkten Zuschauer erlaubt sind. Also die Begeisterung und das Interesse, glaube ich, ist schon aufgrund der Dramaturgie
schon von alleine da. Das glaube ich nicht, dass sie da Leute hinkarren müssen zu dem Ereignis. Warum ich das frage, ist ja folgendes. Ich bin ja noch, also ich habe zwar DDR-Zeiten nicht mal miterlebt, aber ich bin in dem Sinne noch DDR-Kind und habe ja auch mein halbes Leben im Osten verbracht. Und kenne da natürlich auch so die Geschichten meiner Eltern und des Umfeldes und so weiter. Und da war es ja durchaus so, dass bei diversen Veranstaltungen, ob das Wahlen waren oder wie auch immer, oder eben solche öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen, dass die gerne mal zu Pflichtveranstaltungen deklariert worden sind, wo nicht unbedingt gesagt worden ist, du wirst bestraft, wenn du da nicht hingehst, aber wo man das so im Subtext schon wusste, dass man dann bestraft wird. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wirklich nur an den Teilen Publikumsversammlungen ja generiert werden, sag ich mal, wo es dann auch wirklich zu vermarktungstechnischen Zwecken sinnvoll ist. Denn ich kann mir vorstellen, dass da durchaus Medienprofis sitzen im Vorstand, die das Ganze orchestrieren und sagen, okay, wir machen das eben jetzt nicht in dem kleinen Scheißkaff, wo nichts los ist und wo es vielleicht auch verfallen und blöd aussieht, sondern wir machen das in unserer tollen Stadt, wo dann auch das Publikum und die Menschenmengen entsprechend zur Wirkung kommen. Natürlich willst du keine Bilder im Fernsehen haben, wo dann am Straßenrand nur 3 Menschen stehen. Ja, oder so ein Industrievorort oder was. Genau. Das kann schon sein. Also gerade ne, vor dem Hintergrund, dass es da so eine totalitäre Militärherrschaft gibt, könnte ich mir vorstellen, dass so ein sozialer Druck da ist, dass wenn man sagt, nee, ich guck mir das nicht an, das ist mir ja zu extrem, dass man sich dann schon wieder verdächtig macht zum Beispiel. Genau, dass das die Nachbarn ich. Dann reden und solche Dinge. Das könnte ich mir schon vorstellen. Das schwingt jetzt aber, also in der Geschichte kann ich das, glaube ich, nirgendwo ablesen. Okay. Ich kann das jetzt auch nicht erkennen, aber es kann schon sein, dass es so eine freiwillige Pflichtveranstaltung ist. Gut. Haben wir sonst zum Gameshow-Aspekt im eigentlichen Sinne noch was zu melden? Ja, ich eben erwähnt wegen des Fernsehens, also im Buch wird erwähnt, von Augusta ab wird der gesamte Marsch im Fernsehen übertragen. Schließlich ist er der Nation liebster Zeitvertreib. Ja. Also ich glaube nicht, dass man da die Leute, die hingehen wollen, hinzwingen muss. Also die Leute feiern das, die jubeln das, die gehen ja richtig drauf ab, als der eine irgendwie einen Schuh verliert, dann kloppen sich die Leute darum, als würde es irgendwie einen Baseball gefangen oder so. Mhm. Nee, das ist schon so ein Phantom, so ein total kaputtes Gedöns, was da dranhängt. Das Szenario erscheint mir auch völlig, im Prinzip völlig nachvollziehbar. Mhm. Sogar die Fäkalien werden ja eingesammelt und dann aufbewahrt. Das ist schon, also von den Läufern, das ist schon, zeigt, wie absurd fanatisch diese begeisterten die Zuschauer sind so. Mhm. Nur man kann sich so fast vorstellen, wenn es das da gäbe, dass das irgendwie eine Woche später bei eBay ist. Ja, sowas, also, klar. Mhm. Also es war der Gedanke, den ich hatte, als die sich da um den Schuh und die anderen Sachen da gekloppt haben im Prinzip, das glaube ich sofort. Nehme ich den sofort ab. Ja, durchaus, auf jeden Fall. Bloß, wie gesagt, ich halte halt die Gegenseite genauso für auch glaubhaft. Es wird halt, wie gesagt, nicht explizit gesagt, da gebe ich euch vollkommen recht. Aber ich sag mal so, wenn ich Kim Jong irgendwas wäre, dann würde ich natürlich auch sagen, ja, das ist das Volkes liebster Zeitvertreib und deswegen machen wir das. Nicht, weil uns langweilig ist und wir zu viele wütende junge Männer haben, die uns sonst im Zweifelsfall... Wir müssen da ein bisschen für Bevölkerungsreduktion sorgen. Natürlich sagst du das als Diktator nicht. Ja, also in ein Wortlaut im Buch war auch noch irgendwie die Zuschauermenge, die vom Fernsehen ebenso hergelockt war wie von den Gehern selbst, applaudierte begeistert. Also dieses hergelockt klingt mir eben nicht nach Zwang. Also, ja. Das ist ein Eindruck, den ich so tatsächlich nicht habe, aber... Klingt eher als so, die Kamera, als ob da sonst nichts los ist, ne? Und dann alles genommen wird, was dann noch passiert. Als die Kamera über die Menge strich, jubelte sie noch enthusiastischer und jeder winkte seiner Tante Betty oder seinem Onkel Fred zu. Das ist von unserer Welt gar nicht so weit weg. Hallo Mutti, ich bin im Fernsehen. Ja. Podcast heißt das. So, ja. Kann ich an der Stelle euch mal fragen, die Erzählperspektive ist ja so von schräg oben, ne? Wie ordnet ihr, also ich persönlich habe ein bisschen das, ja, ich kann nicht sagen das Problem, aber der Erzähler in seiner gesamten Art der Kommentierung
distanziert sich ja auch nicht in irgendeiner Form oder er stellt das Ganze ja auch nicht in irgendeine Wertung. Das heißt, für mich könnte der Erzähler auch ein etwas gemäßigter Propagandamitarbeiter sein von diesem Regime, der einfach nur darüber berichtet, weil, und dann würde das halt auch wieder Sinn ergeben, dass er eben von Jubelstürmen und so weiter eben beschreibt, egal ob die echt oder orchestriert sind. Wie also seht ihr den Erzähler? Der Erzähler sitzt für mich auf Garrettys Schulter und sieht genau das, also er erzählt das, was Garrity wahrnimmt und eben was Garrity denkt. Also ich will nicht sagen, er ist Garrity selbst, also man hätte fast die Ich-Perspektive nehmen können, aber es ist zwar in der dritten Person geschrieben, aber der Erzähler ist sehr mit Garrity verbunden, weil wir alles aus Garrettys Perspektive bekommen. Und sowohl der Abscheu als auch die Verwunderung über sich selbst, dass er an einer Stelle selber jubelt, obwohl ihm gar nicht danach ist. Also hältst du Garrity selbst für so unkritisch eigentlich? Bitte? Also hältst du Garrity selbst eigentlich auch für so unkritisch? Also für seine Situation ist er ja eigentlich sehr unkritisch mit der ganzen Sache. Ja, ja, ich denke, dass das, da wir Garrettys Gedankenwelt bekommen von diesem Erzähler, ist es, also für mich ist das fast das Gleiche, nur dass es nicht in der Ich-Perspektive geschrieben ist. Okay. Ja, da kann ich mich Lars auch anschließen. Ich glaube, das ist wirklich so, dass ein, ja, kritischerer Mensch auch vielleicht gar nicht erst da mitgemacht hätte. Sondern jemand, der einem eher neutral bis positiv diesen, ja, ganzen Regime, ja, gegenübersteht. Ja. Naja, dann ist halt wirklich die Frage interessant. Ich meine, gerade bei Garrettys Vorgeschichte mit dem Vater und so weiter und so fort, das zeigt dann durchaus schon, wie tief die Indoktrinierung dann funktioniert halt, ne? Das finde ich dann in der Hinsicht durchaus beachtlich. Ja, auf jeden Fall. Also dieses System, so stimmt es sein mag, es funktioniert. Ja, also man bewirbt sich ja für den Marsch und irgendwo war, glaube ich, eine Zahl genannt, wie viele Bewerbungen es gibt und das sind unfassbar viele. Mehrere also Tausend, das, ne? Ich meine sogar noch eine höhere Zahl, müsste ich mal gucken, aber. So, es gab mehrere Runden, ne? Ich glaube genau. Erst jeder Zehnte oder sowas. Ja, der Recall. Dann wird runtergekocht. Also deswegen, ja, das System funktioniert, genau. Es gibt, wird ja riesig auch gewettet und alles drum und dran und ja, ich stimme dir dazu. Es ist für diese jungen Männer ja auch die Chance, wahrscheinlich die Chance ihres Lebens, richtig was zu erreichen. So wie man sie kennenlernt, haben die ja alle wirklich nur sehr unaufgeregte Leben, vielleicht ein bisschen Familie, vielleicht einen schlechten Job, aber alles in allem ist das ja nichts, wo man wirklich was bringen kann. Und das ist so die Chance, ein Held zu sein. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich da gerade in dieser trostlosen Welt viele drauf bewerben. Und sei es nur ja, so als wirklich letzte Chance draufgehen oder wenn nicht, dann habe ich es geschafft für den Rest meines Lebens. Ja. Und auch dieses Auswahlverfahren spielt ja wieder mit dieser Idee, dass man sich am Anfang immer noch sagen kann, mich trifft es ja nicht, ich komme ja jetzt nicht unter die letzten 100. Ne? Genau. Man geht erstmal zu so einer Anmeldestelle, erhält dann schon Anerkennung und Bewunderung für diesen Schritt, beziehungsweise bei diesem ersten Schritt ist es ja sogar, dass gar nicht alle, die wollen, genommen werden. Es ist also auch so eine Art Eignungs- oder so eine Art Musterung, so habe ich das verstanden, so dass man praktisch als wertig angesehen wird und dann später in der zweiten Runde, wenn man noch dann Teil von Tausenden ist, war ja dann auch irgendwie beschrieben spät im späteren Verlauf Einladungen vom Bürgermeister und dies und das. Ne, das beeindruckt so Jugendliche natürlich dann, auch wenn sie so gewertschätzt werden. Und dann kommt irgendwann ganz schnell der Punkt, wo man dann plötzlich drin ist und es dann um das eigene Leben geht. Also diese Idee, mich trifft es nicht und es ist ja toll, das zu machen, bis dann in diesem Laufteam zu sein, ist schon sehr plausibel konstruiert. Ich finde den Begriff Musterung hier sowieso sehr passend. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Das Ganze hat natürlich viel mit Vietnam zu tun. Und ich denke, gerade in einer Welt, in der man wirklich so auf das Regime eingeschworen wird, dass viele das ja auch als Dienst am Vaterland sehen und sich melden und ein Held sein wollen,
Ich denke, dass es vielen jungen Soldaten auch so gegangen ist. Und erst als sie mittendrin gesteckt haben, haben sie gemerkt, oh Scheiße. Ich glaube, das geht vielen Figuren hier auch so. Ich denke, dass hier einige dabei sind, die am Anfang wirklich mitmachen, weil sie gewinnen wollen. Und später ist das Einzige, was sie wollen, noch einfach überleben. Und sie wissen, dass die Chance ist, 1 zu 100. Ja, wie bewertet ihr denn, also wie gesagt, ich komme immer noch nicht so ganz darüber hinweg, dass dieser Widerstand selbst dann nicht eintritt, als eigentlich der Überlebenswille eintreten sollte. Drücken wir es mal so aus. Das heißt, du hast da 100 junge Männer, die eigentlich alle verhältnismäßig gesund sind, denn sonst wären sie ja schon ausgemustert worden, die zwar in einer gewissen Weise durchaus systemtreu sind, aber dass dann trotzdem im Laufe dieser Entwicklung und desto schlimmer es wird, nicht der Überlebensinstinkt eintritt und sie dann wirklich sich in irgendeiner Form zu einer Revolte oder was auch immer versuchen zusammenzuschließen, das halte ich durchaus für diskussionswürdig. Habt ihr dazu eine Meinung? Ja, also zum einen glaube ich, durch die Bewaffnung der Soldaten und so weiter sieht die Sache eher mau aus, aber es gibt ja durchaus einen Moment, wo es vielleicht kippen könnte, nämlich, ich glaube, ein Junge namens Parker war es, der tatsächlich es schafft, an ein Gewehr zu kommen. Genau. Und steht auf diesem Panzerwagen und hat einen Soldaten getötet. Und McFreeze heißt er, der hat zwischendurch dann, im Buch steht es, er schien der Einzige zu sein, der kapierte, was geschehen war und welche Chance sie verpasst hat. Ja. So, welche Chance das ist. Also eine Revolte werden sie mit den Leuten, die noch da sind, gegen die Soldaten nicht schaffen. Richtig. Aber vielleicht hätte man ein Zeichen setzen können. Eben, man und hätte die Chance ist weg. Ja. Genau. Ja. Und entsprechend hart wird ja der Parker dann auch bestraft. Er wird ja dann nicht sofort tödlich verletzt, sondern in den Bauch geschossen und stirbt dann sehr qualvoll. Auch als Zeichen, dass sich so ein Widerstand eben dann auch nochmal bestrafen lässt, gesondert. Nein, aber ich meine wirklich explizit diese Einzelaktion, darüber brauchen wir uns überhaupt nicht unterhalten. Das ist zwar Heroismus, aber relativ nutzlos und relativ sinnlos. Brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber sie sind ja in der Lage, Absprachen zu treffen. Sie treffen ja Absprachen zum Beispiel für die Frau des verheirateten Menschen, dessen Name mir gerade entfallen ist. Ich glaube, Scram. Scram, ja. Da treffen sie eine Absprache, sie treffen Absprache bezüglich, ab jetzt helfen wir uns nicht mehr oder wie auch immer. Also sie sind ja in der Lage, auch in dieser großen Gruppe sich in irgendeiner Form zu organisieren. Und dass dann nie der Gedanke aufkam, jetzt in einer geschlossenen Aktion ein Zeichen zu setzen, das finde ich interessant. Nicht nur unmöglich, aber interessant. Du kannst nicht gewinnen. Du kannst nicht gewinnen, wenn du die Revolte mitmachst. Und um eben zu gewinnen und vielleicht den großen Preis zu kriegen, laufen sie ja. Die Gruppen, die sich zwischendurch bilden, wie zum Beispiel die Musketiere und so weiter, die bleiben ja alle recht überschaubar. Ne? Bei dieser Absprache mit Scrams Frau, dass man der von dem Preis irgendwas Gutes tun kann, das gefährdet deinen Sieg nicht. Das gefährdet deinen Lauf nicht. Du kannst einfach weitermachen. Du sagst, ja, ist okay. Und am Schluss lässt du ihr meinetwegen eine kleine Rente zukommen oder irgendwas, wenn du es schaffst. Deine jetzige Situation bleibt von diesem Versprechen völlig unbeeinflusst. Das ist der Punkt. Diese Revolte würde bedeuten, wenn du da wirklich anfangen willst, dass du alle, die da sind, unter einen Hut kriegen musst, egal ob die sich mögen oder nicht. Und das, finde ich, kam die ganze Zeit eigentlich raus, dass du die ganze Zeit diese unterschiedlichen Fraktionen hast und dass die eigentlich selten an einem Strang ziehen. Naja gut, aber du brauchst ja nicht alle 100 oder auch nur 50 Mann, um denen die Fernsehbilder zu versauen, so drücke ich es mal aus. Und ich kann mir, also aus persönlicher Sicht kann ich mir nicht vorstellen, dass ich so nach den ersten 24 Stunden überhaupt noch selber daran glauben würde, dass ich gewinnen kann. Und dann würde mein nächstes Ziel sein, gut, dann versaue ich denen die Party. Ja, okay, ich meine, dieser Punkt taucht natürlich auch auf. Und die Idee ist ja auch für einen Moment da, sie schlägt nur fehl. McFreeze sagt ja an der Stelle, wir haben da eine Chance gehabt und wir haben sie nicht ergriffen. Wir haben es zu spät bemerkt oder also ich finde das, was du sagst, schwingt schon irgendwie mit, aber es kam nicht dazu. Mhm.
Wenn man sich andere Geschichten dieser Art anguckt, wie zum Beispiel Hunger Games, da war auch vorher in diesem Regime schon immer so ein Funke der Revolution da. Und sowas fehlt mir in der Geschichte hier eigentlich auch komplett. Es sind alle zu konform. Ne? Genau, wenn es jetzt irgendwo eine Figur geben würde am Anfang, die sagt, hier, wir müssen irgendwas gegen das System unternehmen, und wenn es von innen heraus ist, dann hätte ich vielleicht eher darauf eingehen können, dass sich so ein leichter Widerstand bildet. Aber ich glaube, hier, die Figuren sind mit der Zeit wirklich so kaputt, dass das gar nicht mehr in ihre Köpfe kommt, dass sie wirklich einfach nur noch durchhalten wollen. Okay. Ja, und es kommt noch dazu, es wird erwähnt, dass die in diesen Wagen überall sehr gute Richtmikrofone haben und jedes Wort auch geflüstertes mitbekommen. Okay. Das wissen die Jungs auch. Das heißt, so eine Absprache, die wäre nicht unbemerkt vonstatten gegangen. Ja gut, aber was wollen sie machen? Ich meine, dass die alle sterben, darüber brauchen wir nicht reden. Ja, davor brauchen sie also keine Angst haben. Ja, aber die da noch übrig sind, die, ich glaube, die denken immer noch nicht dran, dass sie jetzt wirklich kaputt sind oder dass sie nicht überleben. Und wenn sie doch an dem Punkt sind, haben sie gar nicht mehr die Kraft, irgendwas anderes zu machen. Ja. Okay, ja, das akzeptiere ich. Und wenn die vorgewarnt sind, eben durchs Mithören oder irgendwas, dann kannst du denen schon halt irgendwas versauen, indem du sagst, ja, wir stürmen jetzt den Panzerwagen. Aber das Fernsehen wird in dem Moment mit der Kamera nicht drauf sein. Ja, aber dann sind da immer noch 1000 Zuschauer vorhanden. Wenn du die richtige Stelle triffst, ja. Richtig. Unsere Zuschauer können auch schnell verschwinden. Das ja, eben, wenn sie schon Leute, die auf die Straße rennen, abschießen. Ich glaube, passiert ist es nicht, aber erwähnt wird es an auch ein, zwei Stellen, dass Leute, die praktisch den Läufern im Weg stehen, auch kompromisslos abgeknallt werden. Oder dieser Italiener mit der Wassermelone. Genau. Nein, also ich will halt auch wirklich nur auf den Punkt hinaus, selbst wenn du dann diese 100 Zuschauer liquidierst, das ist eine Maschinerie, die sich dann natürlich selber antreibt, weil nach den 100 Mann fragt dann auch wieder jemand im Zweifelsfall. Das ist eigentlich alles, was ich damit sagen will. Ich gebe euch aber durchaus recht, dass man wahrscheinlich an dem Punkt, wo man so kaputt ist, dass man die Hoffnung aufgegeben hat, dass man überlebt, auch so kaputt ist, dass man den Gedanken nicht mehr trifft, den jetzt noch den Spaß zu versauen. Da gebe ich euch durchaus recht. Ist aber lobenswert, dass du diese Revolution in Gedanken durchspielst und dann nicht so, wenn du in der Situation wärst, nicht so willig praktisch. Nee, das habe ich überhaupt okay. nicht behauptet. Ganz im Gegenteil. Bloß ich weiß definitiv, dass ich in der Situation wäre, dass ich meine Nichtchancen vollkommen realistisch einschätzen würde und das dann wenigstens im Sinne für mich zur Privatparty machen würde. Das ja, aber nicht in dem Glauben, dass die anderen da mitmachen. Da gebe ich euch vollkommen recht. Aber man muss es ja mal durchdiskutiert haben. Na klar. Die ganze Welt ist auch ja nicht so ausgearbeitet, dass man wirklich, wir spekulieren hier unheimlich viel rum, aber wir haben keine Ahnung, wie die Welt wirklich aussieht. Mhm. Und deswegen, vielleicht gibt es irgendwo eine Revolution, vielleicht gibt es irgendwo Widerstand, aber nicht in diesem Rennen. Ja. Genau. Gut, wollen wir noch ein kleines bisschen über die anderen Charaktere so im Groben reden? Wir haben jetzt schon ein paar erwähnt. Wir haben einmal Scram, das ist der verheiratete junge Mensch, der eigentlich so rein von der Optik und auch von den Wetten her die besten Chancen gehabt hätte. Wohl ein ziemliches Tier, sehr gut gebaut, sehr sportlich und mobil. Hat dann allerdings das Problem, dass er sich eine, ich glaube, Lungenentzündung einfängt. Und dann letzten Endes eben erkrankt und nicht mehr weiter kann, woraufhin sich die anderen dann entscheiden, zumindest für seine Frau, wenn sie denn gewinnen, ja eben eine kleine Rente oder irgendeine kleine Grundsicherung zu machen. Habt ihr eine Meinung zu Scram? Findet ihr das nachvollziehbar, dass er trotz seiner Frau das macht? Ich halte ihn für einen Idioten, dass er die schwangere Frau daheim lässt und dann in diesem Marsch da teilzunehmen. Also entweder macht er sich was vor und führt gar nicht dieses Happy Leben, von dem er erzählt. Also er berichtet ja davon, wie sein Leben aussieht und wie toll das alles ist. Und er arbeitet, glaube ich, irgendwie in einer Textilfabrik oder sowas für einen Lohn, der mir also eher gering wirkt. Vielleicht ist er total naiv, macht sich was vor und geht deswegen dahin, um da irgendwie rauszuplatzen, oder er ist einfach doof. Und das halte ich durchaus auch für möglich, ja, dass er wirklich einfach so naiv ist,
ja, wobei ich Naivität nicht mit Doofheit gleichsetzen möchte, aber ich glaube, der hat so eine einfache Sicht auf das Leben, dass er da vielleicht sagt, ja, ich gehe da eben hin. Ne? Ich habe tatsächlich den Eindruck, er ist einer von den Leuten, die wirklich auf dem Plan haben, ich gewinne das und danach haben wir das total feine Leben. Bei den anderen habe ich diese Motivation, spüre ich da nicht so stark wie bei dem. Bei dem habe ich tatsächlich den Eindruck, boah, ich gehe da eben hin, ich laufe eben sozusagen nach Hause und dann haben wir alles, was wir brauchen. Mhm. Naja, ich denke halt wirklich, Scram ist ein bisschen Opfer seines eigenen Hypes geworden. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, wir spekulieren hier nur, wie der Medienaufbau hinter dem Ganzen ist, aber es wird ja immer gesagt, dass seine Wetten eigentlich am besten stehen und seine Quote. Und dass alle immer denken, dass er gewinnt. Und ich kann mir vorstellen, wenn diese Kandidaten schon vor der letzten Ausstiegschance in irgendeiner Form präsentiert worden sind, dass er eben wirklich so hochgehypt worden ist, dass er am Ende wirklich selber dran geglaubt hat, dass er die besten Chancen hat. Und man weiß ja auch nicht, wie zum Beispiel das Gesundheitssystem in dieser Gesellschaft ist, wie verzweifelt er ist, dass überhaupt die Frau die Schwangerschaft oder die Geburt übersteht und so weiter und so fort. Also insofern, klar, er ist naiv und er ist seinem eigenen Hype zum Opfer gefallen oder seiner eigenen Hybris. Aber wie viel Verzweiflung bei ihm davon steckt, das ist auch nicht so ganz raus. Er will, dass seine Familie ausgesorgt hat. Genau. Und mein Junge wird aufs College gehen. Ja. Das heißt zwar, dass solche Dummköpfe wie ich keine intelligenten Kinder kriegen, aber Kathy hat Grips genug für uns beide. Genau. Muss sie jetzt auch. Genau. Von daher ist sich seiner eigenen Schlichtheit auch bewusst, aber an einer anderen Stelle sagt er auch, dass er gerne weite Strecken läuft und dass er einfach absolut überzeugt ist, dass er diese Sache macht. Ja, er ist wirklich jemand, der wirkt auch absolut sicher, was das angeht. Also die anderen haben ja schon fast so eine Art Ehrfurcht vor ihm, weil sie wirklich auch glauben, ja, das könnte wirklich sein. Er ist einer der schlimmsten Gegner. Wie glaubhaft empfindet ihr denn seine gefühlte Sicherheit so, als es schon zu Ende geht, als er schon krank ist und alle anderen außer ihm schon wissen, dass er es nicht schafft? Glaubt ihr, er glaubt zu dem Zeitpunkt auch immer noch selber dran oder redet er sich jetzt nur noch schön, damit er überhaupt weiterkommt? Kann ich nicht sagen. Dazu lernt man den Charakter zu wenig kennen, würde ich sagen. Ich denke, er weiß schon am Ende, dass er nicht mehr gewinnen kann, aber er redet sich das immer noch ein. Einfach, um einen Grund zu haben, weiterzumachen. Und er schließt sich ja dann, als es wirklich auch für ihn klar wird, dass er es nicht mehr schafft, mit dem Joe zusammen. Das ist, glaube ich, einer von den beiden Zwillingen, die relativ weit vorne mitgelaufen sind. Und sie lassen sich dann gemeinsam in einer Protestgeste erschießen. Wie habt ihr denn die Szene so wahrgenommen? Die springen dann ins Publikum, ne? Oder was war da noch? Ich glaube, sie bleiben einfach nur Arm in Arm stehen mit ausgestrecktem Mittelfinger und lassen sich erschießen. Ach so. Ja, sie stehen da oder sie setzen sich hin, irgendwas war da, genau. Direkt vor dem Publikum oder sowas. Genau. Ja, der eine hat die Lungenentzündung, der andere ist auch krank irgendwie. Ich glaube, Krämpfe hat er. Unterleibskrämpfe oder so. Sie haben halt erkannt, es geht nicht weiter, sie ja werden sterben und dann wenigstens sehenden Auges, dann haben sie es hinter sich. Ja. Sehenden Auges und erhobenen Mittelfingers, so wie ich auch gehen wollte. Genau. Ja. Ja. Vielleicht noch mit einem klitzekleinen Rest Würde. Genau. Gut, dann würde ich sagen, reden wir über McFreeze, wenn ihr dazu was zu sagen habt. Ja, McFreeze ist so derjenige, den man als ehesten so als Freund von Garrity beschreiben kann, ne? Die beiden, ich glaube, zur ersten hilft McFreeze Garrity in einer Situation, wo er fast, ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist, aber er redet ihn, glaube ich, aus einer Erschöpfung raus oder aus einer Panik. Aus einem Lachen. Ja, genau. Genau, da wo er dann vollkommen hysterisch wird und er redet ihn ein bisschen runter. Und da wird dann auch deutlich, also Garrity gibt den Gefallen dann irgendwann zurück. Ich glaube, als McFreeze sein Essen verliert oder fallen lässt. War doch irgendwas, ne? Ich glaube, der Schuh war offen oder hat einen Schuh verloren. Ach so, sowas war auf jeden Fall. Ich dachte, es wäre irgendwas, dass er ungeschickt sein letztes Essen hat fallen lassen und Garrity gibt ihm das dann was von seinem ab. Mhm. Auf jeden Fall, da entsteht eine Verbindung. Ich glaube, das mit dem Essen war Barkovic. Ah, okay. Dann habe ich das verwechselt. Genau. Generell, McFreeze ist halt so der obligatorische Sidekick.
Ich weiß nicht, habt ihr dem große Chancen zugebilligt, außer jetzt abhängig davon, dass die Erzählerperspektive relativ klar gewählt war? Hättet ihr dem so generell große Chancen zugebilligt oder habt ihr den wirklich auch einfach nur so einer von vielen, aber eben in der Funktion des Sidekicks, weil wir einen brauchen, wahrgenommen? Ja, letzteres. Ja, definitiv das zweite. Aber wo wir gerade dabei sind, hättet ihr Garrity große Chancen zugerechnet? Ich meine, er ist so die zentrale Figur, aber ist es zu vage. In einem King-Roman, ja, in einem King-Roman hätte ich jetzt gesagt, okay, ja, der schafft es irgendwie am Ende. Aber bei Bachmann, ja, weiß man es ja auch gar nicht, ob er es schafft. Naja gut, schaffen ist ja jetzt gerade in dem Fall auch wirklich eine Definitionsfrage. Aber ich sag mal so, ich hätte ihm erstens mehr Chancen zugerechnet als Scram, schon von Anfang an. Weil da wusste man, dass das schief gehen muss, so sicher wie das sich ja ist. Genau. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ihm auch mehr Chancen zugerechnet als Brockovic. Und ich habe ihm auch mehr Chancen zugerechnet als Stebbins. Weil er eben genau in dieser Vorbereitungsschiene so mittendrin liegt. Also er ist dumm genug, um es erfolgreich über die Bühne zu bringen. Drücken wir es mal so aus. Ach, Ich glaube, ich bin ein großer Spielverderber, wenn ich sage, dass ich davon ausgegangen bin, dass Garrity das Rennen macht, weil das Buch aufgrund der Erzählperspektive schlichtweg genau zu Ende gewesen wäre. Ja. Genau, von der erzählerischen Logik hätte ich das auch. Also hätte er zwischenzeitlich nicht irgendwie so einen Kniff gemacht, die Perspektive zu wechseln, und da, so wirkte mir das Buch eben beim Lesen nicht. Also ich war mir irgendwann relativ sicher, ich werde Garrity die ganze Zeit begleiten und die Geschichte ist mit Garrity zu Ende oder wenn der Marsch zu Ende ist. Mhm. Und letzteres hatte ich eigentlich dann vermutet, wobei mir das jetzt von der Spannung, also ich fand das Buch sehr spannend, nichts genommen hat, dass ich das vermutet hatte. Mhm. Ja, ich habe vermutet, dass er stirbt, aber halt ganz am Ende, ja, eben weil es nicht die Ich-Perspektive war. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, okay, er ist wichtig, er hält Schluss wahrscheinlich bis als Vorletzter und dann ist er, ja, wenn er stirbt, ist Schluss und dann kann man die letzten paar Sätze auch noch so erzählen. Ich bin noch nicht mal sicher, ob am Ende nicht sogar ein Tod ganz schwach angedeutet wird. Genau, das ist der Punkt, weshalb ich eben sagte, das ist Definitionssache mit dem Schaffen. Was ich ganz persönlich vermutet hätte, ich meine, gut, ich muss dazu sagen, ich habe das Buch jetzt schon das zweite oder das dritte Mal gelesen und ich kenne halt auch die anderen King-Werke relativ gut und relativ deutlich. Daher weiß ich auch, was ich zu erwarten habe. Aber als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich eher prophezeit, dass es eben wirklich so eine Revolutions-Dings-Sache wird. Nicht, dass sie damit durchkommen, sondern dass sie alle sterben und dass eben wirklich Garrity in einem Anflug von Heldenmut die Revolte in irgendeiner Form anführt und zu Ende bringt und dann wirklich auch mit ihm das Buch in einem großen Knall endet. Ja, so endet das Buch mit ihm in einem, ja, Fade to Black. Ja. Also ich lese das Ende übrigens so, als würde er sterben. Aber ich glaube, das lässt wirklich viel Spielraum offen. Ich glaube, sterben wäre zu einfach. Also ich interpretiere das Ende wirklich so als im Sinne von, sobald er wieder halbwegs bei Verstand trifft es auch nicht, aber sobald er klar genug ist, um einen Wunsch zu formulieren, dass es eben wirklich auf einen erschieß mich und bring's zu Ende Wunsch hinausläuft. Und ich persönlich gehe auch ziemlich davon aus, dass das so ziemlich bei allen Teilnehmern, die gewonnen haben, dass der letzte Wunsch war. Denn ich glaube, wir haben nirgendwo eine Andeutung, ob jemals irgendjemand seinen Preis wirklich gekriegt hat, ne? Doch, ich meine, da war mal was. Ja? Ich glaube auch, ja. Okay. Ja, also man hört auf jeden Fall von dem einen Kerl aus dem gleichen Staat wie Ray. Das ist der einzige Gewinner aus diesem Staat. Der hat es allerdings nicht geschafft, weil er dann ziemlich direkt danach gestorben ist. Genau, genau, das meine ich nämlich. Und ziemlich genau danach gestorben kann halt auch heißen, macht ein Ende zu der ganzen Geschichte. Nee, der hat sich irgendwie verletzt bei dem Marsch oder so und dann an Wundbrand gestorben oder sowas. Okay. Also, okay. Auf jeden Fall wohl an den Folgen des Marsches oder ja irgendwas, was nicht beeinflussbar war oder nicht gewollt war. Gut, das ist, man kann jetzt spekulieren, ob eben dieses Militärregime dann
dass das auch wieder Propaganda ist, dass sie im Prinzip die Leute um die Gewinner um die Ecke bringt und dann so eine Scheinerklärung gibt, aber nach den Schilderungen auch, das wird ja sehr plakativ auch während der ganzen Geschichte beschrieben, wie sehr physisch und psychisch die Läufer da kaputt gehen, dass das auch einfach der natürliche Lauf der Dinge ist, dass diese Menschen nach dieser Anstrengung auch einfach keine lange Lebenserwartung mehr haben und dann kann man ihnen natürlich auch alles versprechen. Und genau, das ist halt genau der Punkt, den ich meine, weshalb ich das interessant finde, dass da nie wirklich direkt erwähnt wird, dass diese Wünsche bis zum Lebensende wirklich in irgendeiner Form mal erfüllt worden wären. Du hast ja schon gesagt, das ganze Buch spielt mit diesem Effekt, einerseits mich kann es nicht treffen und andererseits eben mit diesem Aspekt, wenn ich dran bin, mache ich alles besser. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass bei diesen Jugendlichen immer der Gedanke, ja wieso, die versprechen uns doch Wünsche bis ans Ende unseres Lebens. Warum hat das denn noch nie jemand eingelöst? So sinngemäß, wenn ich an die Stelle komme, dann weiß ich, was ich mir wünsche, nämlich tolle Rente, tolles Haus, was auch immer, Weiber bis an mein Lebensende oder wie auch immer. Aber dass eben genau zu diesem Punkt es nie kommt, weil die Menschen eben entweder aus natürlichen Gründen schon draufgehen oder wahnsinnig werden oder Gnadenschuss oder wie auch immer, das, glaube ich, schwingt da zumindest für mich durchaus mit. Für mich nicht. Okay. Also ich nehme das tatsächlich so wahr, ich weiß nicht, wie es, ich kenne jetzt nur die Paare im Filme, aber die leben dann zum Beispiel in den tollen Häusern und werden interviewt und sind präsent. Hier in diesem Buch wird erwähnt, dass der eine Typ eben eine Straße danach benannt hat und so. Und ich glaube, dass die durch diese Medienpräsenz und so weiter eben das eben mitkriegen, dass diese Sache eben funktioniert, dass es diesen Preis eben wirklich gibt. Und ich glaube, im Buch wäre erwähnt worden, von wegen, seltsam, die sterben alle so schnell, nachdem sie gewonnen haben. Ich glaube, wäre das wirklich der Fall, dann wäre zum einen die Motivation nicht so groß und zum anderen, jetzt habe ich den Faden verloren, die Motivation wäre nicht so groß und zum anderen, es wäre auffällig geworden. Ja, also ja. Es wäre komisch. Also ich glaube, dass es diesen Preis eben wirklich gibt. Ja. Genau. Und in Bezug auf diesen Preis möchte ich dann eben noch mal über die deutsche Übersetzung meckern. Mhm. Es gibt nämlich, ich glaube, das ist auf der letzten Seite, wir spoilern ja eifrig, ne? Ja, natürlich. Ja, gut. Auf der letzten Seite, Moment. So, im Jeep stand in steifer Haltung der Major, er hielt die Hand grüßend an der Mütze, bereit ihm den ersten Wunsch, jeden Wunsch zu erfüllen, den Todeswunsch, der Preis. Und ich finde, dass das in der englischen Fassung etwas anders rüberkommt. Das müsste ich nur eben auch noch wiederfinden. Ich hab's sofort. Ready to grant first wish, every wish, any wish, death wish, the prize. Und da entnehme ich tatsächlich Death Wish von wegen, der schießt dich auch, wenn du das willst. Genau, und das ist eben das, worauf ich so ein bisschen spekuliere. Meinst du, dass die Gewinner alle sagen, ja, im Prinzip, ich bin jetzt so kaputt, er schießt mich? Erstens, ich bin selber so kaputt körperlich und seelisch. Und vor allem eben auch, ich habe jetzt so viele Leute sterben sehen, selbst meine letzten zwei Kameraden, zu denen ich ja, obwohl man mir das ja gesagt hat, dass ich das nicht tun soll, ja doch in irgendeiner Form eine kleine Bindung aufgebaut habe. Also ich halte das nicht für unwahrscheinlich, dass jeder sagt, mein Leben ist jetzt, nachdem ich das überstanden habe, es kann weder besser noch schlechter werden, es ist jetzt ein guter Punkt, um auszusteigen. Ja, das glaube ich tatsächlich. Ich kann mir das Szenario vorstellen, allerdings nicht bei jedem. Das denke ich auch. Ich vermute schon, dass es zwischendurch mal Märsche gab, wo tatsächlich der Sieger am Ende noch halbwegs okay war. Mhm. Ja, na gut, ob man bei Verstand ist, wenn man da mitmacht, ist eine andere Diskussion. Aber ich denke schon, dass es Sieger gab, die sich tatsächlich dann ein schönes Leben machen konnten. Denn wir haben ja gesagt, es ist ein Medienspektakel. Mhm. Und wenn das seit Jahren läuft und wirklich die Leute, die Sieger immer sterben, die ja dann wirklich auch Stars sind, und das wäre doch wohl aufgefallen. Also ja, aufgefallen schon, aber ich glaube wirklich, dass da dieses ich bin der Idiot, der es besser macht, ich glaube durchaus, dass das eine Macht hat, die ausreicht, um dieses, das ist aber auffällig, zu überschreiben. Also ich denke, es kommt schon vor, aber ich vermute, dass es auch wirklich Happy Ends gab, wenn man das so sagen kann. Gut, dann ist das nur mein innerer Zyniker.
Okay, wo wir gerade bei Zynikern sind, wollen wir noch mal kurz über Stebbins reden und Barkovic? Gerne. Dann fangt mal an. Also Stebbins fand ich sehr faszinierend. Also der sondert sich ja von Anfang an von dem ganzen Grüppchen ab. Trotzdem baut Geraghty ja hin und wieder mal ein bisschen Kontakt zu ihm auf, weil Stebbins eben scheinbar einen tieferen Einblick hat. Er hat da ja, lässt ja immer wieder Hintergrundinformationen durchleuchten, wo man sich am Anfang sagen kann, okay, der hat sich gut vorbereitet und durch diese Medienpräsenz der Veranstaltung hat er vielleicht auch einfach vergangene Veranstaltungen sich vorher angesehen. Aber Spoiler, am Ende erfährt man ja, was dieses exklusive Wissen von Stebbins, wo das herkommt. Denn er ist ja der Sohn des Majors. An der Stelle eine kleine Zwischenfrage. Wie habt ihr das interpretiert? Weil ich bin mir da auch echt uneinig. Die Frage ist ja, weiß der Major von ihm, beziehungsweise ich weiß nur, dass er ihn nicht anerkannt hat. Und dass das ja sein theoretischer Wunsch wäre. Jetzt ist die Frage, hat er dieses Wissen, weil er wirklich interner Wissen hat, weil er zum Beispiel da in irgendeiner Form vom Major selbst mit irgendwas absichtlich oder unabsichtlich versorgt worden ist, oder einfach, weil er sich so darauf vorbereitet hat, weil er so sein Ziel im Blick hat? Letzteres. Ja, ne? Definitiv letzteres, ja. Also ich glaube, diese ganze Geschichte mit dem Major, wo er dann drüber erzählt und er hat mich zu dem Kaninchen gemacht, dem dann alle hinterherlaufen und so weiter. Ich glaube, dass das einfach seine eigene Lösung ist, weil er die Welt, in der er sich gerade bewegt, der war auf dem total falschen Gleis und sucht für sich selber irgendwie eine Antwort. Ja. Und hat sich selber diesen Quatsch ausgedacht. Das ist, ich glaube, das ist sein Ergebnis über seine Überlegungen. Huch, wie bin ich denn hier gelandet? Aber hat er nicht auch erzählt, dass sein Vater ihm einen Platz bei einem Marsch ganz am Ende organisiert hat? Das war, aber sein Vater kann ja der leibliche Vater sein, kann der Ziehvater sein, kann wie auch immer sein. Ja, nee, er sagte ja, dass, also in dem Zusammenhang, dass sein Vater ein hohes Tier ist. Ich habe das so interpretiert, dass er da wirklich war, vielleicht war das auch einfach gelogen. Das kann ja auch sein. Vielleicht war das Wunschdenken. Das ist einfach, dass er ja von diesem Vater akzeptiert werden wollte. Genau. Dass seine Informationen auch daher kamen, dass er sich wirklich intensiv damit beschäftigt hat, sich alles eingelesen, eingeguckt hat, was er finden konnte. Und möglicherweise sich auch einfach Sachen dazu erfunden hat. Beziehungsweise es kann ja durchaus auch sein, dass der Major zwar durchaus von seiner Existenz weiß und auch von seiner genetischen Herkunft weiß, und ihm da mal einen Gefallen getan hat, aber ansonsten halt keine weiteren Informationen oder irgendwas da geplagt hat und er sich das insgesamt dann nur größer geredet hat, als er wollte. Ja, so denke ich das auch ungefähr. Mhm. Generell, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Stebbins, so still und so eigenartig wie er war, eigentlich den sympathischsten Charakter im ganzen Buch. Weil der hat als einziger für sich, auch wenn man das Ziel am Anfang nicht kennt, aber man glaubt ihm, dass er wirklich weiß oder dass er zu wissen glaubt, was er tut. Das ist so ziemlich der Einzige, dem ich das wirklich ernsthaft glaube. Der da nicht so blind reinrennt, in guten Glauben, dass er das schon schafft wie ein Squirm. Und nicht so, ja, ich probier's mal wie Ray. Sondern dass der da wirklich glaubt zu wissen, was er tut. Mhm. Ja, er hat so eine schöne, realistische Grundhaltung. Fandet ihr ihn denn im eigentlichen Sinne sympathisch oder eher schwierig? Ja, war okay. Es pendelt. Okay. Die Figuren sind einfach zu blass, um tatsächlich Sympathien aufbauen zu können. Also sie dienen eigentlich ja nur der Geschichte. Sind ja keine wirklichen Charaktere, deswegen. Ah, okay. Na, ich mochte den. Ich konnte mich mit dem weit mehr identifizieren als mit Ray. Ganz ehrlich. Ja, ich muss sagen, auch ich fand ihn interessant, sympathisch fände ich jetzt schwierig zu sagen. Aber dadurch, dass er eben so eine realistische Perspektive hatte und nicht von irgendwelchen
Träumen oder irgendwelchen großen Ideen angetrieben war, sondern fast schon ja mit so einer chirurgischen Präzision seine Handlung da durchgeführt hat und eben den Leuten auch so ein bisschen ihre Illusionen ausgeredet hat. Das hat ihn irgendwie sehr, sehr interessant gemacht. Also es war so ein bisschen die Stimme der Vernunft oder so, aber in einem sehr mysteriösen Gewand. Mhm. Wobei er selber ja einer der größten Illusionen selber unterliegt. Ja. Ne? Also ich laufe hier mit und dann wird der Major, das Staatsoberhaupt, mich plötzlich als Sohn anerkennen und ich werde in sein großes Haus eingeladen und so weiter. Also er ist selber, also er nimmt selber teil, glaube ich, weil er genauso wenig Perspektive hat wie die anderen auch. Ja. Er hat nur diese fixe Idee, ne, und macht dann mit und erklärt sich das dann später irgendwie. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Erklärung, wie jemand so planvoll vorgehen kann und dann trotzdem an so einer irrsinnigen Veranstaltung mitmacht. Am Ende, da gebe ich dir recht, ist sein Traum da, den Major zu überzeugen von sich oder anerkannt zu werden, ist dann seine dumme Idee, die ihn da reingetrieben hat. Ja. Auf jeden Fall. Gut, habt ihr denn zu Barkovic was zu sagen? Das würde mich sehr interessieren. Um es kurz zu machen, Barkovic ist das Arschloch. Genau, der Bulli. Ja, der klassische Bulli. Ja, so hätte ich das auch ausgedrückt. Und er ist das Arschloch und der Typ, den man, glaube ich, am wenigsten Sympathien entgegenbringen kann. Und ich glaube, der ist da drin, weil man einfach so einen braucht, an dem man sich so ein bisschen abarbeiten kann. Und viel mehr fällt mir zu ihm schon gar nicht mehr ein. Okay. Ja, er ist zu blass, um wirklich ein Gegenspieler zu sein, aber er ist halt wirklich eine Figur, die man gerne hasst. Ach, ich weiß nicht, ob ich den hassen kann. Ich weiß nicht mal, ob ich den unsympathisch finden kann. Wir wissen ja, dass man das für Arschlöcher hast. Ja, der ist so für mich ein bisschen eine jugendliche Form von Flake. Er ist sich vollkommen bewusst, dass er die ärmste Wurst auf diesem Planeten ist. Dass er eigentlich nichts hat und nichts kann und auch nie was können wird und nie was haben wird. Er ist sich dessen vollkommen bewusst. Und er geht die ganze Sache mit einer derartig wahnsinnigen Fröhlichkeit an, dass ich den zutiefst sympathisch finde. Natürlich, er hat Spaß daran, andere Leute zu quälen, aber ich sag mal so, er ist sich durchaus auch seiner eigenen Sterblichkeit bewusst und nimmt die lachend hin. Und das ist, glaube ich, der Einzige in der ganzen Horde, der das tut. Natürlich ist dann auch sein Tod entsprechend blutig und wirklich rein aufs Blätter. Aber für mich ist er wirklich so ein bisschen ein Prototyp für Flake. Naja, ich weiß ja, dass du gerne Sachen in Flake reinstopfst. Okay, ich kann schon ein bisschen verstehen. Ich sehe es nicht ganz so, aber ich verstehe deine Argumente. Ja, interessant an Barkovic finde ich, dass er zwar ein Arschloch ist, aber keins sein möchte. Er hatte sich wohl vorgenommen, netter zu sein in der Gruppe, aber er kann einfach nicht aus seiner Haut raus. Es gibt so eine ruhige Minute, wo er dann, glaube ich, Garrity auch anvertraut, dass er da einfach zu ungeschickt ist mit anderen. Mhm. Ne? Und scheinbar ist das auch wirklich die Dramatik seines Lebens, dass er vielleicht es nicht richtig gelernt hat, sich anzufreunden oder sich vielleicht auch einzuordnen in irgendeine Gruppe. Und sich dann irgendwann wahrscheinlich gesagt hat, scheiß drauf, dann bin ich eben ein Arschloch, aber dann genieße ich das auch so. Richtig, richtig. Und habt ihr, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es vergessen habe oder ob es nie erwähnt wird, Barkovic hat eigentlich kein Ziel, oder? Der ist nur da, weil er nirgendwo anders sein kann. Also kein näher definiertes Ziel. Er will einfach gewinnen, wie wahrscheinlich alle. Oder zumindest Spaß haben, wenn er drauf geht. Jemand anders sagt allerdings etwas über Barkovics Motivation. Er läuft nur mit, um die anderen sterben zu sehen. Mhm. Er läuft auf einer hohen Oktanzahl von Hass, wird ja, mal über ihn so gesagt. Schön. Den Satz fand ich so schön. Und das Schlimme ist, es funktioniert. Das funktioniert nicht bis zum Schluss, aber es funktioniert. Gut, Barkovic, brauchen wir nicht drüber reden, hat eine fest definierte Rolle. Und ist nur da, weil er nirgendwo anders sein kann, glaube ich. Und das reicht auch. Gut, dann hätte ich meinen Zettel zur eigentlichen Diskussion erstmal abgearbeitet. Habt ihr noch irgendwas, worüber ihr sprechen wollt? Ich habe noch ein Zitat.
Nee, die Zitate kommen gleich. Ach so, später. Gut. Aber jetzt so rein zum Inhaltsdings, Krams, habt ihr erstmal nichts mehr? Nö. Nee. Ich habe vielleicht noch einen Punkt. Mhm. Wir haben ja bei Carrie erwähnt, dass King von irgendeinem Leser kritisiert wurde, dass er nur Bücher für Männer schreiben könnte. Glaubt ihr, dass der Leser dieses Buch gelesen hat? Denn wir haben ja wirklich keine Frauencharaktere da, die tatsächlich Charaktere sind. Wir haben nur ein paar junge, zornige Männer. Ich glaub, und ein paar Sexobjekte. Frauen sind nur in der Form von Begehrens- oder Lustobjekten zu da. Oder als Grund für das ganze Elend. Oder als Percys Mutter. Ja, aber sind Mütter nicht immer der Grund für das ganze Elend? Oh ja, da ist recht. Okay, dann glaube ich, ist das ganz gut, ein ganz guter Zeitpunkt, um kurz in die Symbolik einzusteigen. So viel haben wir da an der Stelle nicht. Einerseits natürlich der Marsch und ja, diese ganze Musterungsgeschichte und so weiter und so fort, haben wir ja gerade schon erwähnt. Das ist halt so um die Zeit Vietnamkrieg und so weiter und so fort. Allgemein dieser ganze, ich diene meinem Land und diese ganze Nummer hatten wir jetzt gerade schon besprochen. Natürlich die ganze Symbolik mit dem Schuh. Als dann der erste Mensch erschossen wird, oder nee, es ist gar nicht der erste, aber als dann ein Mensch erschossen wird und noch die anderen blutige Fußabdrücke hinterlassen, ist natürlich wirklich so ein schönes Symbol. Ja, für den einen hört es halt auf, aber es muss halt immer weitergehen, im wörtlichen Sinne. Und kann man natürlich dann auch wirklich auf die große Historie übertragen, denke ich. Eben so, ja, wir haben jetzt wieder mal einen Krieg verloren oder gewonnen oder wie auch immer. Und eigentlich ist es völlig egal, ob wir diesen Krieg gewinnen oder verlieren, weil es geht immer in der einen oder anderen Form immer weiter. Und trotzdem bleibt es irgendwie immer gleich sinnlos. Stimmt ihr mir dazu? Ja, also es ist sinnlos, ja. Gut, andere Symbolik in dem Sinne ist mir ja wirklich nicht wirklich aufgefallen. Es ist halt ein sehr direktes Buch, so drücke ich es mal aus. Aber das werdet ihr bei den Bachmann-Büchern noch öfters feststellen. Da tut er sich gar nicht erst die Mühe an, sich da groß zu verschlüsseln oder irgendwas in der Form zu erfinden, sondern er knallt einem wirklich seine Botschaft direkt um die Nase. Ja, er war aber auch wirklich damals noch ein sehr junger Autor, das muss man auch sehen. Und ich weiß ja wirklich nicht, wie viel er überarbeitet hat für diese Veröffentlichung dann. Ja. Ja, ich selber bin jetzt ja nicht so der Symboliker. Ich erkenne sowas auch nicht unbedingt, wenn ich es lese. Dieses Buch hat mir aber vielleicht auch gerade deswegen unheimlich gut gefallen. Mhm. Also ich fand von dieser Todeswunschgeschichte jetzt mal abgesehen, den ich selber nicht verspüre, fand ich eigentlich fast jede Facette für sich irgendwie nachvollziehbar. Und das hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Ich brauchte da auch nicht mehr. Ja. Ich stimme dir da völlig zu. Also diese ganze Symbolik-Geschachere, wie er es in manch anderen Büchern macht, hätte hier absolut nicht reingepasst. Weder in die Thematik noch in den Stil. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das lebt halt davon, dass es dreckig ist, dass es einfach ist, dass eigentlich keiner so richtig weiß, was er da tut und warum. Und ich glaube, da irgendeine tiefergehende Symbolbotschaft einzubauen, wäre wirklich nicht zielführend gewesen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, ob er es einfach nicht konnte oder bewusst nicht gemacht hat, keine Ahnung. Aber ich finde es tatsächlich so, wie es ist, ziemlich gut. Weil dieser Wahnsinn, der die ganze Zeit in diesem Buch da drin ist, der reicht völlig. Ja. Gut. Flo, Frage an dich. Wollen wir erst die Querverweise machen oder erst die Verwertungen? Verwertung. Fangen wir mit der Verwertung an, weil gibt es nicht viel. Es gibt eine Hörbuchfassung, wie bei den meisten. Und es gibt Filmrechte, die an Frank Darabont verkauft wurden, der viele Stephen King-Verfilmungen gemacht hat. Er sagt in Interviews immer wieder, dass da was geplant ist, aber bis jetzt gibt es da noch nichts wirklich Aktuelles. Mhm. Außerdem ist es eines der wenigen Bücher, das in Deutschland in einer Blindenbuchfassung erschienen ist. Okay. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Querverweisen. Bevor wir damit anfangen, es sind diesmal nicht viele, wollte ich euch beide Gäste mal fragen, wie ist denn so generell eure King-Erfahrung? Habt ihr schon viel gelesen? Habt ihr noch gar nichts gelesen außer diesem Buch?
Kennt ihr auch nur die Filme, was ich euch nicht empfehlen kann? Kai. Ach, ich wollte dir jetzt den Vortritt lassen. Ich habe tatsächlich nicht sehr viele King-Bücher gelesen und auch nur ein anderes Bachmann-Buch. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, welches. Aber jetzt nach diesem hier finde ich es gut. Ich habe mal versucht, es war ja so in meiner Schulzeit, in der späteren Gegend, war das auch sehr populär. Habe ich, glaube ich, mal, weil alle darüber redeten, angefangen, ein King-Buch zu lesen. Aber weil er ja eben auch sehr, anfangs sehr, sehr langwierig die Charaktere einfügt, vor allen Dingen in den größeren Romanen, bin ich da zu früh ausgestiegen. Mhm. Kannst du es beziffern ungefähr, wie viele du gelesen hast? Nee, ich habe tatsächlich nur so einen größeren Roman mal angefangen und dann zur Seite gelegt. Und dann habe ich eben hier die zwei Bachmann-Bücher gelesen. Okay. Lars? Ein paar Dutzend. Das ist schön. Allerdings im Prinzip durchweg älteren Datums. Ich habe irgendwann, ich habe die früher alle ziemlich verschlungen und dann war ich irgendwann mal satt und habe dann im Prinzip nur noch sporadisch mal was nachgelesen. Okay. Aber zum Beispiel den Dunklen Turm oder wie es heißt, diesen Zyklus möchte ich sehr gerne nochmal lesen. Mhm. Also nochmal heißt, ich möchte den mal lesen. Ja. Den habe ich nicht gelesen. Gut, weil wir fragen deshalb, weil eben gerade diese ganzen Querverweise häufig mit dem Turm zu tun haben in irgendeiner Form. Mhm. No? Okay, ja, da haben wir auch ja diesmal wieder einen ziemlich eindeutigen Hinweis auf den Scharlachroten König. Willst du den bringen? Du machst das so gerne. Geralty hatte plötzlich eine lebhafte, angsteinflößende Vision von Damenger als einem riesigen Spinnengott, der auf scharlachroten, spindeldürren Beinen über die Stadt hinwegkrabbelte und sie alle bei lebendigem Leib verschlang. Eine hässliche Kreatur ohne Körper, ohne Kopf, ohne Verstand. Sie war nichts weiter als ein großes Auge, eine ungeheuerliche Stimme. Ja, ihr merkt schon, ich finde es schön, Flo, du hast ja abgewöhnt, mich auszuschimpfen, weil ich überall den ja, finde ich das gut. Ist ja offensichtlich, ja. Ja, aber über letztens bei Brenn Musalem über die roten Spinnen oder Algen oder was es war, da hast du mich noch geschimpft. Das hast du auch verdient. Ansonsten haben wir hier wieder mal die Totenuhr, die auch ganz oft auftaucht. Wie gesagt, in Sonja haben wir sie, in einigen anderen Werken wird sie schon erwähnt. Also die wird hier auch wieder erwähnt. Und wir haben diesen lustigen Schüttelreim, den ich damals schon nicht auf die Reihe gekriegt habe. 369, die Gans trinkt Wein, der Affe kaut Tabak in der Straßenbahn allein, die Straßenbahn ruckt, der Affe hat sich verschluckt und alle fahren in den Himmel hinein. Und das kommt im Turm, wenn ich es nicht ganz falsch im Kopf habe, auch vor. Ansonsten haben wir ja wieder ein paar Orte. Wir haben die Lisbon Street in Lewiston, Maine. Das ist diese Straße, die nach einem Gewinner umbenannt wird in diesem Buch. Die kommt sowohl in Achterbahn als auch in das Attentat vor. Und wir haben die Stadt Derry, die mehrfach erwähnt wird. Die werden wir noch öfter besuchen. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, gerade an dich, Flo, siehst du das als wirklich Parallelwelt in dem Sinne, dass sie zu unserer wirklich parallel zur echten Welt existiert? So wie es halt im Turm ja gängig ist. Oder ist es wirklich einfach eine Bachmann-Welt, die einfach einen anderen zeitlichen Verlauf genommen hat als unsere? Also ich sehe es trotz Bachmann als Stephen King-Welt an. Okay. Also als Parallelwelt zu unserer Realität oder zur Turmrealität. Und es gibt ja auch noch einen weiteren Hinweis in dem Roman Sarah. Mhm. Die Hauptfigur wieder ein Schriftsteller. Und in dessen Roman ist die Hauptfigur Ray Garrity. Also es ist wirklich alles sehr verwoben. Ich möchte übrigens an dieser Stelle anmerken, wir haben in dieser Geschichte keinen einzigen Lehrer. Das sollte mal hervorgehoben werden. Ja gut, er hat es in der College-Zeit geschrieben, da war er noch nicht selbst Lehrer. Ja, das stimmt. Wir haben eine Figur, die in einer, Wäscherei arbeitet. Das war dann vielleicht damals noch eher der Fall. Okay, dann würde ich sagen, ich bitte euch um eure Zitate. Also ich habe keins. Ich habe ja gesehen, dass du genug hast. Aber wir haben noch einen wichtigen Querverweis vergessen. Ja?
nämlich dass King als Bachmann dieses ganze tödliche Spielshow-Konzept hier nochmal aufgreift. Ja. Keiner wird wissen, wovon ich rede. da werden wir auch in Kürze dazu kommen, in Running Man. Ja. Genau. Ich muss übrigens zu Kais Verteidigung sagen, man kann die zwei Bücher wirklich verwechseln. Das ist mir auch passiert. Also nicht diesmal, aber das geht mir regelmäßig ja. So. Gut. Lars, hast du ein Zitat oder mehrere? Ich habe ein Zitat tatsächlich, das ich allerdings ganz geschickt inzwischen weggescrollt habe. vielleicht kann noch mal eben jemand anders zwischenschießen. Dann mache ich erstmal, um die Stimmung allgemein zu beschreiben, hier eines. Er hatte immer noch zu viele Fragen und nicht genug Antworten darauf. Der ganze Marsch war für ihn nichts als ein riesiges, sich vor ihm auftürmendes Fragezeichen. Er sagte sich, dass eine solche Sache einen tieferen Sinn haben müsse. Bestimmt hatte sie das. Mhm. An dieser Stelle vielleicht gleich mal ich. Garrity betrachtete die Szene apathisch und dachte, dass sich sogar das Entsetzen abnutzte. Sogar vom Tod konnte es ein Hinweis geben. Seine Füße hatten Kopfschmerzen, fürchterliche Migränen. Er spürte den schwellenden Schmerz jedes Mal, wenn er sie mit seinem Gewicht belastete. Was, hast du schon? Ja. Ja. Und zwar, ich habe jetzt 2-3 Mal, glaube ich, schon Bezug drauf genommen. Das war einfach so ein Ding beim ersten Lesen, das mich irgendwie ziemlich umgehauen hat. Wir wollen sterben, deshalb tun wir es. Warum sonst, Garrity? Warum sonst? Mhm. Gut, dann noch ein paar, um die Stimmung aufzuhellen. Aber, Jungs, sagte McFries. Er hatte sich erholt und war wieder der alte Ironiker. Warum erledigt ihr die Sache nicht wie Gentlemen? Der Erste, der den Kopf abgeschossen kriegt, muss dem anderen ein Bier ausgeben. Ich mag kein Bier, sagte Garrity automatisch. Ansonsten ein sehr schönes, das ich fand. Sie sind Tiere, das ist richtig. Aber warum bist du dir so gottverdammt sicher, dass uns das zu Menschen macht? Oh ja. Ich habe auch noch eins. Ja? Achso. Nee, mach. Ich habe noch viele. Ich werf mal eins dazwischen noch. Einige von diesen Kerlen werden noch weiterlaufen, wenn alle Gesetze der Biochemie und der körperlichen Behinderung schon längst ad absurdum geführt worden sind. Letztes Jahr ist einer dabei gewesen, der 2 Meilen im 4-Meilen-pro-Stunde-Tempo auf der Straße entlang gekrochen ist, weil er in beiden Füßen einen Krampf hatte. Ist auf jeden Fall zu schaffen, würde ich sagen. Aus Erfahrung. Also, eins ist mir gerade noch vor die Augen gekommen, das hat McFreeze gesagt. Der Kontext ist, Garrity brach in Lachen aus, ihr seid bekloppt, sagte er. McFreeze lachte mit, jetzt fängst du langsam an, es auf meine Art zu sehen. Noch ein bisschen mehr Sonne, sodass dein Gehirn noch etwas besser durchkocht und wir machen noch einen echten Gläubigen aus dir. Ansonsten haben wir noch eins, wo wir vor uns drüber uns unterhalten haben, dass da auch viele wegen Liebeskummer und ähnlichen Geschichten damit machen. Als 16-Jähriger kannst du heutzutage nicht mehr über die Qualen der Jugendliebe reden, ohne dich gleich wie ein beschissener Ron Howard mit einem Ständer anzuhören. zum Thema Beschiss. Jedes Spiel sieht fair aus, wenn alle Teilnehmer gleichmäßig betrogen werden. Moment. Und dann haben wir noch ein schönes bezüglich unserer einerseits Sexualitätsgeschichte, andererseits aber auch diese übertriebene Männlichkeit, die wir ja schon angesprochen haben. Schwul oder nicht schwul, das machte nun, da sie alle damit beschäftigt waren zu sterben, auch nichts mehr aus. Den fand ich eigentlich durchaus interessant, weil, wie gesagt, gerade in dieser ganzen Macho-Gesellschaft, wo Frauen nur dafür da sind, dass sie Titten haben und Mütter sind im Zweifelsfall, und ansonsten das Ganze halt wirklich nur über militärischen Drill und ähnliche Dinge funktioniert, fand ich das einen interessanten Ansatz. Definitiv, ja. Gut, dann wäre ich mit meinen Zitaten auch so weit durch. Und mir bleibt nur noch übrig, euch um eure Bewertungen zu bitten. Jonas? Ja, ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu dem Buch. Es hatte eine seltsame Art von Spannung die ganze Zeit über, weil ich habe immer darauf gewartet, dass jetzt irgendwas passiert, das den Marsch unterbricht oder irgend so ein Wendepunkt in der Geschichte, der einfach nicht kam. Ja, ich gebe insgesamt 11 Punkte, weil es hat mich nicht richtig überzeugt. Okay. Flo? Das Buch war definitiv nie langweilig, auch wenn es tatsächlich nicht sehr viel Handlung hatte. Wir hatten auch wieder nichts Übersinnliches, wie bei Bachmann ja häufiger.
Es hat mir eigentlich gefallen. Ich habe mich nie gelangweilt. Ich fand die Szenerie gut. Die Figuren bleiben blass. Aber ich gebe 14 Punkte. Okay. Kai? Ich muss auch sagen, dass ich mich sehr, also dass mich das Buch sehr gut unterhalten hat. Es war sehr spannend. Und die Charaktere waren jetzt halt nicht sehr tief. Da kann ich mich allen anderen anschließen. Aber das, was sie gedacht und gemacht haben, fand ich plausibel. Also keine große Literatur, aber gute Unterhaltung. 13 Punkte. Okay, Lars. Wow, ich werde weit nach oben rausragen. Grüße dich, ich auch. Gut. Es ist tatsächlich so, dass ich dieses Buch großartig finde. Ich wüsste jetzt nicht, welchem Buch von Bachmann-King ich die volle Punktzahl geben würde, aber ich sage jetzt einfach, weil ich darüber noch nicht wirklich nachgedacht habe, sage ich mal einfach 17, weil dieses Buch tatsächlich, es ist total zerlesen. Ich weiß nicht, wie oft ich es schon gelesen habe, und es packt mich immer noch und ich staune immer, da ist so viel Leid und so viel Zeug drin, dann gucke ich bei der Hälfte und denke jedes Mal wieder, meine Güte, noch die andere Hälfte, und die geht dann plötzlich ganz schnell, dieser Sog von diesem Buch, der packt immer weiter, und dieser Wahnsinn, der greift immer weiter rein, und jede Facette so für sich, diese Dystopie, diese einzelne Motivation, dass die, warum die laufen und so, ich finde das einfach, jeden dieser Punkte für sich irgendwie stimmig, und mir gefällt es super, also gefallen, ne? Ich lese dieses Buch gerne, ich finde es sehr spannend. Gerade eben, man läuft so mit, es gibt keine Pause, es gibt keinen Spannungshöhepunkt in dem Sinne, dass man sagt, so, jetzt passiert aber was. Zwischendurch gibt es diesen Moment, wo die sagen, ja, da vorne ist eine Brücke kaputt, da können wir mal anhalten, es geht weiter. Ja. Und wenn dann steht, jetzt kommt eben langer Anstieg oder so, also ich habe beim Lesen so mitgelitten sozusagen, 17 Punkte von mir. Ich gehe da vollkommen mit dir mit. Ich habe auch 17 Punkte gegeben, weshalb nicht 19? Zuerst, ich muss definitiv sagen, es ist auf jeden Fall das beste Bachmann-Buch. Da ist völlig indiskutabel alles andere zu behaupten in meinen Augen. Es ist sehr deutlich, es ist sehr brutal und eigentlich auch ziemlich profan. Aber das trifft halt auch die Grundstimmung in diesem Buch. Das heißt, das Buch muss so sein. Und ja. obwohl ich so ein großer Freund von Symbolik und verschwurbelten Dingen bin und gerne Dinge überinterpretiere, muss ich wirklich sagen, das hätte dieser Geschichte nicht gut getan. Das hatten wir ja gerade schon, da gebe ich, wie gesagt, Lars auch vollkommen recht. Das Einzige, was mich halt da ein bisschen hindert, mehr zu geben als 17 Punkte, ist halt wirklich, dass du so viele leere Projektionsflächen hast. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass dieses Buch mit richtigen Charakteren und vielleicht auch ein bisschen weniger regimetreuen Ansichten und ein bisschen mehr Reflexion des Ganzen dem Buch nicht geschadet hätten. Aber wie gesagt, wenn man es unter dem Aspekt sieht, wie erfolgreich die Indoktrinierung war, finde ich das auch wieder logisch und damit verzeihlich. Deswegen 17 Punkte auf jeden Fall eines meiner Lieblingsbücher. Gut, habe ich noch irgendwas vergessen in unserem Ablaufplan vor? Also nicht, dass mir jetzt einfallen würde. Fantastisch. Dann würde ich sagen, ich danke meinen beiden Gästen ganz, ganz herzlich. Es hat riesigen Spaß gemacht, mit euch aufzunehmen. Ich danke dem Kai. Gerne, es hat Spaß gemacht, dabei zu sein. Ich danke dem Lars. Auch von mir gerne, war klasse, danke. Und ich danke dem Flo. Immer wieder gerne, Dela. Und selbstverständlich danke ich auch dem Jonas. Ja, sehr gerne, und wir danken dir. Und ich danke vor allem ganz sehr unseren lieben Zuhörern und Zuhörerinnen. Es hat wie immer riesigen Spaß gemacht, die Folge für euch aufzunehmen. Wir empfehlen dieses Buch auf jeden Fall, wenn ihr da einen Einstieg sucht in die Bachmann-Bücher, das ist ein guter Anfang. Und ja, wenn ihr ansonsten mit uns über Bücher reden wollt und noch nicht genau wisst, wo ihr anfangen könnt, dann schaut einfach in unsere Leseliste. Da ist alles, was noch nicht durchgestrichen ist, frei, um mit euch zu podcasten. Ihr braucht nichts weiter, ihr braucht eigentlich bloß irgendeine Art von Mikrofon oder ein Headset oder was auch immer. Und ein kleines bisschen Technik, um eure eigene Spur aufzunehmen. Alles andere machen wir.
Wenn ihr euch nicht gleich an einen ganzen Roman rantraut, haben wir demnächst auch wieder Kurzgeschichten. Da könnt ihr, ja, wir freuen uns alle maßlos drauf. Wobei, sie werden besser. Sie werden wirklich besser. Ja. Da könnt ihr auch in 2, 3 Kurzgeschichten in einer Folge mit uns aufnehmen, wenn ihr das möchtet. Wir sind da auch nicht an die Reihenfolge gebunden. Das heißt, ihr könnt euch dann eure 3 Lieblingsgeschichten innerhalb eines Buches zusammensuchen und mit uns darüber reden. Wir würden uns darüber sehr, sehr freuen und hoffen, dass ihr uns auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und lauft nicht zu lang. Liebe Grüße, eure Dela. Ciao! Tschüss. Tschüss. Tschüss.